Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich, und ich werde ihre Seelen wieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talvar. Und wer soll mich aufhalten? So, wenn man hier nicht, nicht so oft streamt jetzt, dann verstellt sich hier jeder Scheiß. Ja, huhu, hier wieder beim Koani und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Schön, dass ihr da seid. Nee, mute war ich nicht, ist einfach nur die, keine Ahnung, hin und wieder verstellt sich OBS auf Standardmikrofon und dann, dieses ist nicht das Standardmikrofon aus irgendwelchen Gründen. Ja, genau. Und, ja, jetzt könnt ihr mich trotzdem hören und sehen, hoffentlich. Wenn irgendwas ist, kein Ton oder so, könnt ihr, habt ihr ja gerade schön gemacht, immer in den Chat schreiben, dann sehe ich das hoffentlich ziemlich fix. Ja, wir spielen heute wieder DSA ohne DSA-Regeln, stattdessen mit Cinema-Regeln. Ausrufezeichen System könnt ihr in den Chat schreiben, dann kriegt ihr auch den Link dazu, zu den Regeln geschrieben für Hörspiel-Sessions eigentlich eher. Wir verzichten größtenteils auf Würfeln. Also ich würfel, aber die SpielerInnen nicht. Apropos SpielerInnen, die haben wir natürlich auch dabei. Ohne die wird's langweilig. Wir haben nämlich den Pölle dabei, der spielt heute Aritfio. Richtig? Hex zum Gruße. Und ich würfle. Allerdings IT. Nur IT, ja. Nur IT. Apropos, ich müsste auch mal Roll20 hier aufmachen. IT, ich bin irgendwie ein bisschen raus. So. Ja, jetzt habe ich so. Ja, das liegt auch an Updates und so. Ich habe das Problem auch manchmal. Ja. Irgendwie ist auch das Roll20, was ich hier im Stream-Overlay habe, ist auch weg und so. Irgendwie, das Updates sind doof. Never change a running system.
Naja. Deswegen haben wir auch heute wieder den Rintaro dabei. Der spielt nämlich Lumin Geldor von Tralo und wird auch nicht ausgetauscht. Die Zwerge zum Gruße. Genau, die Tengel schreibt, wir haben Xeledon verärgert. Könnte sein. Und der Boris spielt, grüßt euch alle, zum Beispiel auch die Stadtpoetin als Shayariel. Hallo zusammen. Ja, auch da Mikrofonproblem. Aber diesmal was gemutet. Und Elanor ist auch mit am Start wieder zurück und heile als Tashmeru. Guten Abend. Falls ihr das verpasst habt übrigens die Woche über, die Elanor hat auf ihrem YouTube-Kanal eine Reaction auf die letzte Session, wo sie nicht dabei war, gemacht. Leider ein bisschen Bild- und Tonverschnörkelungen, aber das ist ja manchmal gar nicht so einfach mit dem Streamen und dem, naja. Oh. Aber man kann es halt trotzdem. Okay, ist mir nicht aufgefallen. Mir tatsächlich ja, auch nicht. Schaut vorbei. Vielleicht lag's auch an mir. Bestimmt. Ja. Könnt ihr ja auch mal schreiben, ob ihr diese Bild- und Tonsachen auch habt oder nicht. Also aber die waren noch gar nicht wild, von daher. Unbedingt ansehen, ja, genau, Tengi, richtig. Dicke Empfehlung. Kann die Elanor ja gleich mal den Link in den Chat hauen. Dann kann der da nach der Session draufklicken. Sonst verpasst ihr nämlich die tollen Torwaller-Action-Sprüche von Slive, der heute mit am Start ist und Snorri Ragnarsson spielt. Das Wohl, ihr Landratten! Ja. Genau. Wir sind unterwegs in Aventurien, in Koaliturien und wir spielen im Norden, ja, im südlichen Norden. Und hier seht ihr die Karte der Avespfade und wir befinden uns irgendwo hier, so, man weiß es nicht so genau, es sind die Wälder der Salamandersteine, da ist es nicht immer ganz so einfach, die Orientierung zu behalten. Wir suchen irgendeinen merkwürdigen Elfen, der um Hilfe gesungen hat und haben im Schlepptau Magier von der Gerasima Magier Akademie und suchen jetzt diesen Hilferuf auf und irgendwie hat sich die Reise zwischen Gerasim und dem Standort jetzt so nahe der Salamandersteine etwas schwierig gestaltet. Wir hatten einige Probleme, den Weg zu finden und hatten Probleme mit Goblins und hatten Probleme mit Hexen und verunglückten Elfen und merkwürdigen alten Ruinen und den Magiern, die mit dabei sind. Und jetzt als ganz frisch Elfen, die euch verfolgt haben in euren Träumen oder ein Elf oder als mehrere. Und ja, jetzt letzte Session, auch die Antagonisten sind endlich auch mal wieder in Erscheinung getreten. Denn ein Vampir wurde auf euch gehetzt und wollte euch vernichten. Eigentlich schon der zweite, ne? Einmal Shayariels Ex-Gefährtin, die ja auch schon irgendwie hinter euch her gewesen war. Und jetzt schon der zweite Vampir, der euch versucht hat, irgendwie einen auszuwischen und Snorri schwer verletzt hat und Tashmeru schwer verletzt hat und die beiden nur mit magischer Hilfe ein bisschen geheilt wurden. So gut es ging. So gut die magischen Kräfte eurer magischen Begleiter noch irgendwie anhalten. Ja, und jetzt seid ihr da mit den Fässern des gemeuchelten Travia-Geweihten. Mit dem heiligen Bier der Travia und mitten in den Wäldern und habt den Travia-Geweihten, also Alrizio hat ihn begraben auf fexische, borongefällige Art. Und ja, meine Verbindung zu Fex war so eng, ich glaube, es war mehr fexisch als borongefällig. Also wenn er noch irgendwas außer Fusseln in den Taschen hat, weiß ich auch nicht mehr. Ritchie war nämlich entrückt, weil er hatte davor fexische Kamalkraft benutzt, um Drachen zum Fex-Glauben zu bekehren. Falls ihr das nicht verpasst habt, könnt ihr die letzte Folge schwuppen. Das war sehr ulkig. Genau. Und genau, Shayariel und Lumin haben dann den Vampir angegriffen, nachdem der Tashmeru
besiegt hatte und haben ihn mit Hilfe von Tashmirus Dolch dann getöten können, was gar nicht so einfach war. Bestes Tag-Team, würde ich sagen. Ja, Tag-Team, genau, richtig. Ja. Ja, und was steht jetzt an? Also, nachdem ihr dann zurück seid wahrscheinlich, alle Tashmiru und Snorri verbunden und halbwegs wieder aufgepäppelt habt. Also ich glaube, im Reaction-Stream kann ich mich daran erinnern, dass Elanor da beginnen wollte, wenn sie aufwacht aus ihrer Ohnmacht. Ja, so ungefähr. Wenn ihr das machen wollt, gerne. Ich nicht. Können wir machen. Und dann, mach mal auf. Mach mal auf. Ja, Tashmiru, die ja da wahrscheinlich eingepackt am Feuer liegt, schreckt plötzlich hoch und wird, wo ist er? Oh, scheiße, verdammt, das tut bleib. Weh. Ja, das hat unschöne Geräusche gemacht, als er dich gegen den Baum gepfeffert hat. Was ist dir dabei nur in den Kopf gegangen, dass du alleine dem hinterhergehst? Du hast dich mit Snorri befasst. Oh. Wenn du wusstest, dass er ein Vampir ist, warum hast du uns nicht gewarnt? Ich wusste es nicht. Es war einfach... Er war zu gut, hat uns zu krass getäuscht mit seinem... Merk, nachdem er Lumina angegriffen hatte, da dieses sein Anschleichen nicht ihm hinterher und da du ihm nicht gefolgt bist, bin ich ihm halt gefolgt. Er wäre uns sonst wahrscheinlich entkommen. Ja, wahrscheinlich. Aber gut, wegen dank deiner Hilfe haben wir ihn einholen und stellen können. Er ist besiegt. Ist er tot. Ja. Er hat sich aufgelöst. Göttin sei Dank. Und es gibt so einen erkennenden Gesichtsausdruck und er greift in seine Tasche und holt deinen Dolch raus. Der gehört dir, passt das nächste Mal besser drauf auf, mit so einem leicht verschmitzten Grinsen. Danke. Dann nimmt Tashmiru den entgegen und steckt ihn sich wieder in die Scheide rein. Er hat gute Dienste geleistet. Dafür ist er da. Gut, dass er in deinen Händen war. Du meinst, du weißt ja, wie man damit umgeht. Ich glaube, ich hoffe, das wissen alle, zumindest bis auf die Magier. Wäre Shayariel nicht dabei gewesen, hätte ich wahrscheinlich nicht die Gelegenheit gehabt, an ihn ranzukommen. Also von daher. Gut. Wir müssen echt viel vorsichtiger sein in Zukunft. Absolut, und wir sollten trainieren. Aber nicht jetzt. Boah. Und ihr solltet besser auf mich hören, wenn ich sage, irgendwas ist komisch. Ja. Sieh mich als einfachen Menschen und sei das nächste Mal vielleicht etwas konkreter. Ja. Ich kann ja Menschen nicht einschätzen, deswegen. Wenn ihr sagt, das ist schon ein normales menschliches Verhalten, dann ist das so. Er ist ein einfacher Mensch. Danke, Ulrike. Ja. Für die Klarstellung. Ja, eigentlich ist er adlig, oder? Ja, das war egal. Ich kriege übrigens noch ein Silber von dir, Luin. Nein, hast du letztes Mal schon gekriegt. Kriegst keinen zweiten. Wir sollten überlegen, was wir tun. Ich weiß nicht, ob wir so bald weiterreisen können. Snorri ist verletzt. Ich bin noch sehr erschöpft und habe eigentlich keine Energie mehr. Tashmiru ist verletzt. Wir machen auf jeden Fall Rast. Mindestens einen Tag oder so. Wir sollten auch, wenn die Börse von dem Travier-Geweihten noch im Karren ist, sollten wir mitnehmen und vielleicht beim nächsten Travier-Tempel abgehen. Wir müssen auch überlegen, was wir mit diesen Fässern machen. Ich würde sagen, ein, zwei Bier werden wir auf Feier des Abends heute Abend trinken und dann schauen wir mal. Ich glaube nicht, wir sollten uns nicht mit diesen Fässern belasten. Vielleicht können wir sie dem Drachen zurückgeben? Das ist ja schade ums Bier, wenn das denen runterfällt. Das kommt auch auf Alricio an, ob er ihnen das wieder zurückgeben möchte. Ich glaube, das wäre ob des missionarischen Eifers, den ich an den Tag gelegt habe, nicht besonders klug. Aber schön, dass du anscheinend wieder... Wir können sie ja irgendwo liegen lassen. Dann können sie sich sie selber holen, wenn sie haben wollen. Sollen wir auf dem Karren lassen? Wir können den Karren eh nicht mitnehmen.
Naja, wenn wir es hier lassen, dann finden die Drachen das Zeug auf jeden Fall. Spätestens beim nächsten Überflug. Aber vielleicht fangen sie dann ja einen Handel an und stellen die Bierfässer unten hin und abzugeben für X Silber oder so. Vielleicht können wir erstmal versuchen, so viel wie möglich Bier heute Abend auszutrinken. Dann brauchen wir mindestens noch zweiten Tag, bis wir wieder nüchtern sind, oder? Ich weiß nicht, ob das so klug ist angesichts eurer Verletzungen. Du, ich habe das Bier besorgt. Du darfst so viel trinken davon, wie du willst. Das wird sonst wahrscheinlich. Die Wache werde ich wohl heute Nacht machen, aber wie gesagt, ich habe eigentlich keinerlei Energie, irgendwie jemanden hier noch großartig, zumindest mit magischen Fähigkeiten, okay, zu schützen. Ich würde sagen, wie sieht es bei unseren Adepter? Wie geht's? Habt ihr viel Kraft bei dem Heilen verbraucht? Ihr seid wahrscheinlich auch müde, oder? Ja, es war schon ziemlich anstrengend. Und Hilberto, wie sieht's bei dir aus? Mir geht's da ähnlich, genauso wie Professor Silberhaar. Okay, gut. Dann scheine ich ja der Fitteste zu sein. Und Alricio, wie sieht's mit deiner Klarheit aus? Ich bin so klar wie selten. Mhm. Lumin, ich habe hinter die Welt geschaut. Okay. Ich würde sagen, ich versuche so lange wie möglich wach zu bleiben und wenn ich merke, ich werde zu müde, dann werde ich Alricio wecken und der Rest schläft. Ich kann noch nicht schlafen. Ich bleibe Mittwoch. Kennt ihr die Troubadour-Truppe Gareta Hotel? Nein. Nein. Die haben auch von so einer Erfahrung gesungen. Durch den Monsun hinter die Welt. Müsste das nicht Tuzak-Taverne heißen? Ich weiß nicht mehr, von wem das war. Ich könnte auch von denen sein, ja. Kenne ich nicht. Bei uns singt man angenehmere Lieder, nicht so komische. Böse Menschen singen böse Lieder. Da-dam-dam-dam. Aha, bei, kannst du... Das dröhnt in meinen Ohren. Mal gegen ein Bier zum besser einschlafen und... Ich zapf mal. Ach, so einen richtigen Torwaldschen Schlachtgesang habe ich auch noch nicht gehört. Dann Snorri, ich gebe dir was für deine Stimmbänder und dann kannst du mal loslegen. Vielleicht ist das heute... Wir sprechen in zwei Minuten. Vielleicht sprechen wir uns an einem anderen Abend. Dann werde ich vielleicht etwas besser bei Stimme sein. Ich spreche dich bald nach dem zweiten Bier nochmal an. Hilberto verschränkt die Arme und meint, wenn wir jetzt hier noch torwalsche Schlachtgesänge haben, dann weiß ich nicht, ob das die Elfen so toll finden in diesen Wäldern. Aber zumindest sollte das Wildgetier vertreiben. So Schlagari, ihr mögt doch Musik, oder? Vielleicht können wir uns ja so Freunde machen. Ja, ich weiß nicht, also, ist das Musik? Ist das so menschliche Art von Musik? Ja, na gut, mach das. Gut, dann würde ich Snorri und Taschmero auf jeden Fall den ersten Krug geben. Oder die ersten Krüge, je nachdem, wie viel wir Möglichkeiten haben. Stimmt, und dann Shayariel nicht, das habe ich schon gelernt. Alricio, du trinkst bestimmt auch eins, oder? Keins? Auch okay. Ich gucke zu unseren Magiern. Professor Silberhaar meldet sich. Ich nehme auch eins. Kriegt er. Alberto nicht? Nee, Alberto meint, vielleicht mal probieren, einen Schluck, aber ich bin eher so der Weintrinker. Dann kriegt auch er eins. Und die Adapter, wenn sie möchte, natürlich. Nippt dann so da dran, meint. Ugh. Das zweite schmeckt besser.
Das kann ich mir kaum vorstellen. Es ist echt gut und ich habe noch nicht viel Bier getrunken. Ach. Hat eine interessant würzige Note, aber sag mal, habt ihr eigentlich die Leiche des eigentlichen wahren Travier-Geweihten gefunden? Gefunden und begraben, ja. Du Gott, warst ich einige Zeit weg. Ja, ich habe den Tumult halt mitbekommen, aber ich bin ja in die andere Richtung, denke ich, von dem Wagen gegangen. Das die Knochen zu richten hat ziemlich viel Kraft gekostet. Hm. Wenn ihr es vermeiden könntet, meint Silberhaar, könntet ihr beim nächsten Mal darauf achten, wenn ihr gegen einen Gegner kämpft, nicht gegen einen Baum geschleudert zu werden? Das würde helfen. Ja, ich kann es versuchen, aber tja, mit Vampiren ist halt nicht. Ich tippe Tashmero so mit dem Ellenbogen an. Hm? Der Mann hat Ahnung. Hör auf ihn. Ja, aber Kampf lässt sich halt manchmal nicht vermeiden, in irgendwelche Richtungen. Das musst du mir nicht erklären. Werden. Alles gut. Nebenbei, ich kriege ein Silber von dir. Ach so, ja, hier. Schönes aranisches Silber. Wir sollten uns auf jeden Fall mehr informieren zu Vampiren. Die waren unglaublich stark und ich wüsste schon gerne, was wir also machen können. Weil das war jetzt eher so ein bisschen knapp und zufällig, dass wir die besiegen konnten. Deine Ablenkung war auf jeden Fall Gold wert. Und ja. Wie ich schon erwähnt hätte, einfach mit Kraft gegen einen Vampir anzugehen, hilft überhaupt nicht. Sie sind um Längen stärker. Und Kopf ab hat jetzt in den zwei Malen, wo ich gegen sie gekämpft habe, immer funktioniert. Und mit Tashmeros Dolch geht das bedeutend einfacher, selbst einfacher als mit meinem Schwert. Der ist ja auch entsprechend ausgestattet. Ist Mabu geweiht, eine Mondsilberlegierung. Deswegen sprechen die so gut darauf an. Wir sollten vielleicht gucken, ob wir vielleicht noch, ich meine hier wahrscheinlich nicht, aber vielleicht bei anderen Gelegenheiten an Waffen kommen, die uns da vielleicht ebenfalls gute Dienste leisten. Wir haben ja noch den Hammer. Da müssen wir mal gucken, inwiefern der vielleicht helfen könnte. Cool, ich bin gerade befragt, war der Hammer auch irgendwie speziell oder war das einfach nur ein... Der Hammer war, soweit ich weiß, aus demselben Material wie der Flock, womit wir diese Spinne da erledigt haben in dieser Traumwelt. Wo du das gerade ansprichst, Lumin, du wirst bestimmt bemerkt haben, dass ich die letzten Stunden ein bisschen merkwürdig drauf gewesen bin. Jetzt, wo du es sagst. Gut, dass ich dich darauf hinweise. Mhm. Ich habe es geschafft, den Drachen ein bisschen was aus dem Ärmel zu leiern. Und ich greife in eine... Ja, hast du gut gemacht mit den Fässern. Ja, pass mal auf. Ich greife in meinen Umhang und hole diese Scheibe mit den elfischen Schriftzeichen heraus. Das hier. Und da ich kein Elfisch kann, oder ich vermute mal, dass es das ist, wenn es in einem Elfenwald rumliegt und es eine Schrift ist, die ich nicht kenne. Zwerge sind, glaube ich, weiter weg. Shayariel, ist das Elfisch? Sieht so aus, ja. Und was steht drauf? Schutz steht drauf. Ah, da steht Schutz drauf. Mehr nicht? Einfach mehr nicht. Schutz. Also wird es vielleicht eine Art Schutzgegenstand sein. Scheint mir aber nicht sehr effektiv zu sein, wenn es im Hort deines Drachen gelandet ist. Wenn es den beschützt, der es trägt? Scheint es nicht sehr effektiv gewesen zu sein. Naja. Und die Drachen hat es jetzt auch nicht geschützt. Gegen die also haben als ich das letzte Mal da war, haben sie noch gelebt. Ja, aber zumindest nicht gegen deine missionarischen Fähigkeiten. Meinem Charme erliegen so gut wie alle. Also. Gut zu wissen. Gut. Also, werdet ihr schnell gesund und dann stelle ich einen Trainingsplan auf. Ein Trainingsplan? Mhm. Was ist denn ein Trainingsplan? Wir sollten
Da wir jetzt offenkundig von dem Vampir direkt gejagt werden, zumindest von dem Herrn von dieser unheiligen Kreatur, die uns hier nachgesetzt hat, sollten wir darauf vorbereitet sein. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir lernen, im Team zusammenzukämpfen. Uns mit wenigen Zeichen oder Worten absprechen zu können. Das klingt sehr sinnvoll, ja. Wird eine Umstellung für mich, aber sollte klappen. Ich glaube auch. Du scheinst mir ganz gewitzt zu sein. Wir sollten vielleicht auch gucken, ob wir ja, oder Ausschau halten danach, ob wir bessere Waffen kriegen, weil ich kann nur mit Bogen und Dolchen umgehen. Damit kriege ich jetzt, glaube ich, keinen Vampir geköpft. Mit dem Dolch von Tashmero hervorragend. Das stimmt, ja, aber das ist halt Tashmeros Dolch. Haben wir nur einen. Das macht ja nichts, aber wir können ihn im schlimmsten Fall ja weitergeben. Oder der damit auch mit Dolchen umgehen kann, kann sich ihn nehmen. Oder derjenige mit dem Dolch, denjenigen versuchen wir in Angriffsposition zu bringen und die anderen lenken ihn ab. Wer von euch außer Lumin kann eigentlich mit einem Schild umgehen? Nee, das kann ich nicht. Also redest du jetzt von Wegweisern, oder? Nein. Schild. Schild am Arm. Nein. Allgemein kommt meine Fähigkeit nicht unbedingt vom Kämpfen, sondern davon, in der Wildnis unterwegs zu sein. Und das machst du bisher sehr hervorragend. Lumin, kannst du einen Schild weihen? Ja, ich habe ihn in der Schule gelernt. Ha, das ist gut. Zumindest Informationen zu stehen. Zur Verteidigung könnte uns das nützen. Ein Zwei-Mann-Schildwall, meint Hilberto. Ich glaube nicht, dass das sonderlich effektiv ist. Wenn es ein enger Gang ist, wo zwei Schilde reichen, dann könnte das effektiv sein. In allen anderen Fällen eher weniger, da wirst du recht haben. Kaspero schaut sich so um. Oder auch wahr. Ich weiß ja nicht, wo wir hinwollen, aber auf freier Fläche findet man selten einen engen Gang. Ja, das stimmt. Aber wir sind ja zwischen Bäumen, also vielleicht sind die Bäume so eng, dass das irgendwie Sinn ergibt. Wir kommen ja bald in die Berge, da sind vielleicht Schluchten und selbst wenn, ich glaube Schildwall ist auch nicht, da wäre auch wieder Kraft, die gegen Kraft trifft und mit Kraft können wir gerade gegen normale Menschen, kein Problem, effektive Angelegenheit, aber gegen einen Vampir mit übermenschlichen Kräften wird uns ein Schildwall nicht helfen. Außerdem habt ihr ja anscheinend so Hilfsmittel wie dieses purpurnes Pulver, da müssen wir auch drauf aufpassen. Was war das für überhaupt für ein Zeug? Es sah grausig aus. Es war grausig, es hat sehr stark gejuckt. Ja, und Atemnot hattest du. Das klingt gar nicht gut. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du nicht sofort aus dieser Wolke rausgekrochen wärst. Es könnten Sporen des Purpurpilzes sein. Ja, das kommt hin. Das könnte gut sein. Ich möchte es auf jeden Fall nicht abkriegen. Gibt es irgendeine Art Schutz dagegen? Also ich meine, wenn das sehr, sehr selten und verboten. Okay, ich denke nicht, dass unserer Widersacher ein Verbot irgendwas, also ihn davon abhält. Wo kriegt man das denn? Und wo? Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wo man das herkriegt. Ich weiß, dass man es schon öfters gefunden hat bei zwielichtigen Personen, die von den Pfeilen des Lichts oder so aufgegriffen wurden und dem Gott ohne Namen huldigten. Niederträchtiges Gesindel halt. Also daher ist es in den Büchern bekannt, die ich gelesen habe. Aber ich kenne keinen Alchemisten, der es herstellt oder benutzt. Vielleicht und ich weiß auch nicht, wo diese Pilze wachsen. Das ist vielleicht auch gut so, dass das nicht selbst bei so belesenen Herren wie ihr es seid, bekannt ist. Ja, in dem Buch, das ich über die Fauna gelesen habe, wenn ich mich richtig erinnere, dann wachsen diese Pilze auf dem unheiligen Grund, der durch das Blut Unschuldiger besudelt wurde. No. Auf dann das sorgen wir dafür, dass wir nicht ein solcher Nährboden werden. Und da hilft, glaube ich, Training.
Ich glaube, an dem Training kann jeder teilnehmen, zumindest um die Fitness zu erhöhen. Ich glaube, in meinem Alter bin ich etwas. Habt ihr ein Buch über den Schildwall? Vielleicht kann ich mir die Theorie etwas aneignen. Ich glaube nicht, dass wir euch jemals in einen Schildwall stellen werden, Magister. Gibt es denn magische Fähigkeiten, die gegen Vampire helfen können? Ich denke, eine Feuerlanze vielleicht. Feuer schwächt sie zumindestens. Wenn man Gegenstände segnet, das hilft auch. Also ich kann Waffen segnen, bevor wir das nächste Mal in den Kampf gegen einen Vampir gehen. Das sollte auch gewisserweise helfen. Versuchen, Feuerpfeile herzustellen. Das. Also ich kann euch sagen, wenn es die Vampire schwächen sollte, Feuer, dann nicht merklich. Ich habe gegen einen lichterloh brennenden Vampir das erste Mal gekämpft und er hat sich davon nicht wirklich abschrecken lassen. Er hat einfach normal weitergekämpft und mich sogar angegriffen. Kommt vielleicht auch ein bisschen auf, je nachdem, welche Art Vampir es ist, drauf an. Wenn es einen ingrimmsgläubigen Hass, der wird auf Feuer sehr gut ansprechbar sein. Erzähl uns von den unterschiedlichen Vampirarten. Ihr scheint ja Expertin zu sein. Naja, wenn es Gläubige sind, dann wirken jeweils, also vom Glauben abgefallen sind, dann wirken jeweils das, was für ihre Gottheit steht. Das war ja bei Imgerims Glauben, die Sonne wirkt bei so gut wie jedem Vampir. Bei den Elfischen ist es halt dann das Mondlicht, das sie nicht gut abkönnen. Also bei dem jetzigen Vampir scheint dem Sonnenlicht ziemlich egal gewesen zu sein. Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an. Er war ja auch ein Gestaltwandler, ähnlich richtig krass drauf. Noch nicht. Snorri hat auch schon eine Gestalt, Vampir, also das scheint eine Standardfähigkeit von einem Vampir zu sein. Ja, Gott, irgendwie ist mir das gerade alles entfallen, ein bisschen. Alles gut, du bist gerade erst wach geworden. Gut, also, Alrici und ich machen Nachtwache. Wenn du noch so aufgekratzt bist, würde ich ein paar Stunden Schlaf in Anspruch nehmen und du weckst mich bitte. Ich würde mich auch zurückziehen. Gut, wir machen erstmal ein Lager, falls wir es nicht schon gemacht haben. Ja, das habt ihr schon. Dann wünsche ich eine geruhsame Nacht. Ja. Und ich würde tatsächlich so hin und wieder, wenn, keine Ahnung, Taschmero oder Snorri irgendwie nach was greifen wollen oder sowas, würde ich tatsächlich gucken, dass ich denen das dann irgendwie gebe und dass die sich nicht so viel bewegen müssen. Es geht. Taschmero wirft halt noch ein bisschen. Scheint doch irgendwie sich ins Gebet zu vertiefen. Also du kannst das so. Sie murmelt irgendwas. Ein bisschen Rauch steigt auf. Dann legt sie sich zur Ruhe. Ich würde, bevor ich schlafe, versuchen, diese Melodie von der Elfin zu singen, die uns verfolgt und in unseren Träumen manchmal auftaucht. So einfach vor mich hin zu singen, vielleicht kommt sie ja vorbei zum Quatschen. Keine schlechte Idee, ja. In der Tat träumt ihr aber ohne elfischen Besuch. Und auch sonst verlaufen die nächsten Nächte, in denen ihr euch erholt, weil ihr habt ja auch Tage dazwischen, in denen ihr euch erholen könnt und trainieren könnt, ohne weitere Ereignisse. Und irgendwann seid ihr dann auch auf magischem Wege so weit wieder genesen, dass ihr weiterreisen könnt. Und zumindest Silberhaar drängt dann doch irgendwie schneller zum Aufbruch, als vielleicht dem einen oder anderen lieb ist. Aber er meint, er hätte in seinem Traum nochmal diesen Hilferuf ganz laut gehört. Und wenn ihr könnt euch nicht mehr genau an eure Träume erinnern, aber jetzt, wo er es sagt, habt ihr auch irgendwie diese Melodie wieder im Kopf. Also je nachdem, wie lange das geht, wenn irgendwie Taschmero wird wahrscheinlich am längsten brauchen, um irgendwie wieder auf die Beine zu kommen, weil Snorri hat ja am Anfang schon die erste geballte Ladung magischer Heilung abbekommen. Weiß ich nicht, wie viel bei Taschmero war. Ja. Hätte Lumen gegebenenfalls gesagt, dass er irgendwie so eine, im schlimmsten Fall so eine Art Trage macht oder so, das wäre schon mal vorgehen, weil
Ich denke auch, dass wir möglichst wenig Zeit verlieren sollen. Also die Magier sind ziemlich ausgebrannt, als ihr dann aufbrecht, und ihre magischen Fähigkeiten sind ziemlich durch die Heilungszauber ziemlich gerupft. Aber ihr könnt zumindest weiter marschieren, weil die Magie an sich auf die körperlichen Eigenschaften nur dann wirklich auch überschwenkt, wenn es an das Eingemachte geht, und da scheinen sie noch nicht zu sein. Okay, gut, dann sorgen wir dafür, dass unsere Magier die Nächte auf jeden Fall durchschlafen können. Und ja, ich würde einen Trainingsplan tatsächlich irgendwie aufstellen. Sobald die Leute sich bewegen können, mit Alricio und Shayariel kann ich ja rein theoretisch schon direkt beginnen. Und zumindest in der Theorie Snorri unter Schmero mit einbinden. Auf magische Hilfe wäre ich natürlich auch und würde mich mit denen beratschlagen und fragen, okay, inwiefern könnt ihr uns magisch unterstützen, Feuerlanzen oder sowas. Das ist ja ganz nett, kann aber auch nach hinten losgehen, wenn plötzlich so ein brennender Vampir einen von uns angreift. Habt ihr da noch was anderes im Petto? Könnt ihr vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas verstärken? Der Schmero hat gesagt, sie kann irgendwie Waffen weihen. Könnt ihr das auch irgendwie auf magische Art und Weise machen? Nun, mein Freund, es ist, Silberhaar antwortet dir natürlich als stellvertretender Akademieleiter liebend gerne auf deine magischen Fragen. Und ja, eine Waffe zu weihen ist auf magische Art und Weise, also es gibt einen grundlegenden, nicht nur philosophischen, sondern auch ganz immanenten und präsenten Grund, warum die Kirchen der 12 göttlichen Kirche und die Magiergilden nicht so gut aufeinander, also zusammen. Also einige können schon zusammen, aber... Er meint nein. Okay. Und gut. Außerdem kann Tashmiro sicherlich auch keine Waffen weihen. Was sie macht, ist der Waffensegen, der ist rondrianisch übrigens, und der ist temporär. Ja, deswegen, das wollte ich gerade auch noch korrigieren. Genau. Ja. Segnen, nicht weihen. Darüber hinaus kennen wir die grundlegende Thesis eines Ignifaxius durchaus. Der ist ja auch ein ziemlich geläufiger Zauber, auch wenn er sehr gefährlich sein kann. Und ich denke, Adepta Tassia ist geschulter und natürlich auch Magister Hilberto Castellani. Und ich meine Wenigkeit, es ist bestimmt schon einige Jahrzehnte her, seit ich das letzte Mal gezwungen war, einen Feuerlanzenzauber zu sprechen. Aber ich habe dazu einst sogar in der Vorlesung des Großen, wie hieß er noch? Mir ist sein Name entfallen, aber die Weiterentwicklung der Feuerlanze wurde ja erst vor einigen Jahrzehnten entdeckt. Werter Magister, ich lausche gerne in eurer Expertise. Da scheint sehr viel Wissen dahinter zu sein. Allerdings haben wir etwas, also beziehungsweise könnt ihr etwas anderes außer die Feuerlanze aktiv tun, also nicht nur in der Theorie, sondern auch praktisch, um uns in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen gegen den Kampf gegen einer niederirdischen Kreatur. Nun, die Möglichkeiten der astralen Kräfte sind nahezu unbegrenzt, wenn man sie völlig ausschöpfen könnte. Aber es geht ja jetzt nur um die Frage, was Sie bzw. Hilberto und die Adepta konkret machen könnt. Also welche Art und Weise Sie die astralen Kräfte formen können. Ja, theoretisch auf jede praktisch? Erdenkliche Art und Weise. Und praktisch? Praktisch denke ich, ich habe meine Bücher jetzt nicht alle mitnehmen können. Sind wir also doch ziemlich beschränkt auf... Lass mich euch einmal bitte sagen, ich schätze euch für so kompetent ein, dass ihr in einer lebensbedrohlichen Situation sowas von die Hölle aus dem Vampir rausbrennt. Lebensbedrohlich, genau. Castellani verschränkt die Arme. Also, wenn es lebensbedrohlich wird, teleportiere ich mich einfach weg. Vielen Dank. Das ist eine gute Idee.
interessant zu wissen. Gespräch, ja. Und das den Mannschaftsgeist. Danke. Ja. Ich sehe schon, warum wir hier bezahlt werden, um mitzukommen und das nicht aus hehreren Zielen tun, ne? Okay, gut. Naja, also ich kann ja euch ja mitnehmen, wenn ihr so eng zusammensteht. Das ist warum genau teleportieren wir uns dann nicht eigentlich direkt zu dem Elf? Reisen durch den Limbus sind durchaus nicht zu unterschätzen, weil dort lauern vielfältige Gefahren, der zu einst die also erste jetzt noch einmal ist es gefährlich, aber wenn wir kämpfen müssen, dann geht das, oder wie? Ich gucke plötzlich Hilberto etwas anklagend an, weil als der Magister plötzlich anfängt mit Reisen durch den Limbus sind gefährlich und ich kann mich jetzt auch daran erinnern, dass Hilberto mir versichert hat, da ist überhaupt gar kein Problem. Das ist absolut gefahrlos. Das können wir einfach so machen. Naja, also bevor ich mir einen Säbel in den Hals kriege, dann wähle ich doch lieber eher die Limbus-Reise, die ich auf schnelle Art und Weise mache. Auch wenn ich dann wahrscheinlich nicht da lande, wo ich hin will, aber auch da Hauptsache weg von dem Säbel. Das ist aber, Snorri meldet sich so hinten, also liegt da im Halbschlaf, meldet sich, das ist aber ehrlos, Castellani. Naja, lieber das ehrlos, ja lieber ehrlos verschwunden, als voller Ehre mit dem Dolch in der Brust auf dem Schlachtfeld verblutend. Also das kriege ich vielleicht auch noch hin, ehrlos verschwinden, aber ansonsten sind auch meine magischen Fähigkeiten sehr begrenzt, befürchte ich, gegenüber Vampiren. Ja, der okay, Plutassia also, meint dann auch, wir sind ja auch eine Akademie der Verständigung und der Hellsicht und nicht unbedingt der Kampfmagie. Ihr hättet vielleicht einen Garäter Kampfmagier mitnehmen müssen. Ich wollte euch das diesbezüglich nicht anklagen. Ich möchte nur wissen, was für Optionen wir offen haben. Und zumindest ist es ja gut zu wissen, dass Hilberto auch mehrere von uns einfach mitnehmen kann, wenn wir nah beieinander stehen. Das ist ja eine Information, die ist ja durchaus, mit der kann man ja arbeiten. Nicht wahr? Hilberto also spuckt so ein bisschen Tier aus übrigens, weil es ja Garäta Kampfmagier sagt. Snorri guckt die ganze Zeit Hilberto völlig abfällig an und abwehrend. Hilberto ist gerade in der Gunst extremst gesunken nach diesem Satz. Okay. Ja, okay, wenn ihr nicht verschwinden wollt, dann wie ehrenvoll Mr. Ragnarsson oder Herr Ragnarsson ist, denn das Beil auf den Körper zu kriegen und nicht verletzt zu werden. Das ist auch ehrlos. Rangas Gesellen aber müssen bekämpft werden. Ja, aber irgendwie müssen wir ja verhindern, dass wir sterben. Ja, natürlich. Aber wenn es darauf, im Kampf gegen Rangas Gesellen zu fallen, ist allemal ehrenvoller, als sich einfach zu verdrücken. Also Moment, Snorri, du willst unbedingt sterben? Hast du das gerade gesagt? Ich glaube, das hat er gesagt. Diese verrückten Torwaller. Ich will nicht sterben, aber ich laufe doch nicht davon. Ja, Moment, aber hier, also, Magister Silberhaar. Magister Castellani hat ja gerade gesagt, er könnte magisch dafür sorgen, ja, dass deine Brust so stark wird, dass sie den Hieb des Vampirs aushält. Ja? Ah, wir sind im Geschäft, Castellani. Durchaus, ja. Auch wenn es eine kleine Nebenwirkung auch gibt. Die wäre? Naja, du wirst für den Rest deiner Tage mit einem dritten Nasenloch leben müssen, glaube ich. Er rückt so zu Ariccio und zu Lumin und flüstert den beiden so fast so gleichzeitig so immer mit dem Kopf hin und her. Gleichzeitig so und so. Er kann sich dann halt nicht mehr bewegen. Nasenloch, ich sag's doch. Aber was, also okay, gut, also haben wir einen Notfallplan bei Hilberto, wenn wir schnell verschwinden müssen? Wenn ich das richtig erfasst habe. Wir haben eine, nicht Weihung, sondern Segnung von Tashmero, die wir quasi dafür nutzen könnten. Und ansonsten bleibt uns nur die reine Manneskraft, beziehungsweise Frauenkraft. Schnell sein. Wenn das so ein rondrianischer Segen ist, müsste Ayrici das auch können.
Okay, gut. Du hast gesagt temporär. Temporär war irgendwie nur eine bestimmte Zeit oder so, richtig? Ja. Ich merke langsam, dass ich schon viel Zeit mit Hilberto jetzt verbracht habe. Ich kenne Wörter. Wenn wir die Gelegenheit haben, sollten wir vielleicht weitere Infos einholen und versuchen. Er klopft dir auf die Schulter. Irgendwie noch mehr in der Hand zu haben gegen diese Vampire. Ich glaube, allein durch Kraft und Schnelligkeit und eventuell Gegenstände, die helfen könnten, wenn wir nicht, also vielleicht schaffen wir einen mal, aber wenn da so mehrere kommen, dann weiß ich nicht, ob wir das... Also ich habe zwei und soweit ich, weil ich weiß nicht, wie viel Tashmero schon geschafft hat. Drei. Drei. Ich habe einen, aber das war Zufall, also so zwei, ein. Zufall oder eine wichtige Unterstützung der Götter zur richtigen Zeit. Zufall. Oder Schicksal. Zufall. Wie man es auch immer sehen möchte. Zaubernüsse. Und Tatasja, werdet ihr bitte, notiert bitte, eine Abhandlung müssen wir nochmal verfassen über den Unterschied zwischen Schicksal und Zufall. Halten wir es fächsischer, sagen wir Glück. Das Zaubernüsse wirken nicht gegen Vampire. Was erzähl mal, was hast Glück, du gemacht? Glück ist in Ordnung. Da waren so Nüsse bei dem einen Vampir und ja, da war dieses Zeichen drauf. Dann, was für ein Zeichen? Das ist Fexes. Ja, genau, das Fex-Zeichen und dann war er tot. Aber das war Zufall, habe ich gelernt. Ich wusste zwar nicht, dass es gewirkt hat, ja, aber wenn jemand Fex-gläubig ist und ein Vampir wird, wirkt etwas, was Fex geweiht oder gesegnet ist, gegen denjenigen. Aber oder auch Aspekte von Gottheiten. Woher wissen wir denn, welchen Gottheit diese Leute anhängen? Aber ich meine, das war ja halt jetzt ein Händler, dessen Gegenstände ja mal anscheinend Fex geweiht waren und dann ist er Vampir geworden und dann könnte es natürlich sein, dass das gegen ihn... Händler neigen dazu, Fex geweihten, also Fexgläubig zu sein. Ja. Die Nüsse waren gesegnet, nicht geweiht. Ah, okay. Gesegnete. Oh, okay. Segen und genau. Zeitweise, ach, Weihung, erzähl. Komplett. Ja, also wenn ich die Puzzleteile zusammensetze, war das wohl ein Typ, der vor ein paar Wochen vorher mit mir, also ich vermute das, also ich habe keine Beweise, aber also es ist recht unüblich, dass wir in Fextempeln Nüsse segnen. naja, und der Typ... Shayari, war der ziemlich dick? Ja, aber er hatte halt auch einfach mal sehr viel Hunger. Also, das ist auch ein Anzeichen für jemanden, der Vampir ist, gerade wenn er sich gerade verwandelt. Das Dicke oder der Hunger? der Hunger. Der Hunger nach allem und später dann halt, was ich dann noch... Er hat ein ganzes Reh gegessen. Das hätte für uns für Wochen gereicht. Naja, also was ich damit sagen will, sehr ist... Sehr blutig, das Reh. Ich vermute, dass das mehr als Zufall ist, denn der Typ ist mir tatsächlich ein paar Wochen vorher, also ich habe ihn vor seiner Abreise, habe ich ihm die Nüsse okay, gegeben. Das heißt, wir müssten theoretisch einfach Gegenstände haben von irgendwelchen ominösen Gottheiten und hoffen, dass irgendeiner dieser Gegenstände die Vampire dann töten, weil sie an diese Götter geglaubt haben. Naja, als also sie irgendwelche ominösen waren. Gottheiten werden nicht funktionieren. Nein, das ist, also es muss ja nicht für mich funktionieren, nur für die Vampire. Müssen schon die 12 wahrscheinlich sein und immerhin haben wir glücklicherweise zwei deren Götterdiener hier bei uns. Mhm. Und bei den Elfen-Vampiren hoffen wir einfach auf Glück. Irgendwas. Glück. Oder den Dolch von Tashmero. Mein Dolch. Stimmt, der hat ja schon mal funktioniert. Schon zweimal mindestens. Was nicht heißt, dass er immer funktioniert, meint Castellani. Aber Elfenvampire können ja auch... Wobei blanker Stahl und er greift an sein Schwert, hilft auch, wenn man da auch sehr hartnäckig bei sein muss, um diesen Hals von diesem Rumpf zu trennen. Das ging mit dem Dolch, wie gesagt, bedeutend leichter. Ja. Ja. Also was ich eigentlich gerade sagen wollte, war... Ich glaube, dass wir nicht immer nur ganz zufällig Dinge erleben, die wir erleben. Da hängt was miteinander zusammen und ich bin mir 100%ig sicher, dass wir auch nicht umsonst zwei Geweihte in der Truppe dabei haben.
Gut, da werden Sie schon was bei gedacht haben. Ob das was mit dem fallenden Stern zu tun hat? Kann gut sein. Merkwürdig. Das sollte man wissenschaftlich untersuchen. Die gefallenen Sterne? Ich glaube, da, welche kümmern sich schon einige Wissenschaftler drum, ja. Hat, dass Menschen und Elfen zusammengefügt werden in komischen Gemeinschaften. Und das, ja, das. Was bedeutet komische Gemeinschaft? Was ist denn komisch? Also ungewöhnlich. Also, dass so ein Elf, eine Elfin herumläuft mit lauter Menschen, ist ja schon eher ungewöhnlich. Ich glaube, das kommt in ziemlich vielen Abenteurergruppen vor. Bei uns nicht. Bei uns gibt es nur Elfen. Ja, bei euch. Aber in Gerasim zum Beispiel leben wir in fröhlichem Einklang miteinander. Gerasim. Wahrscheinlich Jarin schon mal überlegt, dass vielleicht ihr die Ungewöhnlichen seid. Ja, das ist ja nicht auszuschließen. Also. Aber wir nehmen dich trotzdem gerne bei uns auf. Nee. Uns fehlt noch ein Zwerg, meint Castellani und lacht. Oh, ich glaube, das. Das wäre ja sehr wild. Was, ein Elf Goblin. Und ein Zwerg in einer Gruppe? Ein Goblin. Zwerg, zwei Geweihte. Also, das hey, ich wäre reise sehr auch wild. Mit. Ich und Alricio reisen auch mit einem Torvaler. Schon zuckt mit den Schultern. Was ist das nächste? Ein Andergaster und Nostrianer in einer Gruppe? Okay, wir wollen es mal nicht zu übertreiben, das wird nie passieren. Genau. Solange kein Fahner mit uns reist, bin ich ja zufrieden. Guck zu Tashmero, hast du vielleicht irgendwelche Vorfahren, von denen wir wissen sollten oder besser nicht? Nein. Alles gut. Elfen habe ich echt wenige gesehen auf meiner Reise. Umin, Al-Anfa ist ganz woanders als da, wo Tashmero herkommt. Das ist noch viel weiter südlich. Ach so, okay. Aber ich habe nach Wurzeln gefragt und du hast über Elfen gesprochen? Nein, wir hatten immer auf der Gruppe, dass Elfen, dass gemischte Gruppen gar nicht so unüblich sind. Ich bin auf meiner Reise hier nicht auf Elfen getroffen, außer jetzt in der letzten Reisegruppe. Okay, dann haben wir da waren noch zwei Elfen mit dabei auf dem Weg nach Gerasim. Aber wenn Gerasim so ein großer Knotenpunkt ist, wo Menschen und Elfen zusammenleben. Sagt mal, wo wir gerade bei Absonderlichkeiten sind. Wieso sprecht ihr, wenn ihr euch gegenseitig ansprecht, immer so, als würdet ihr mit mehreren Leuten sprechen? Wenn ihr aber nur mit einer Person sprecht, das macht doch keinen Sinn. Snorri, das ist einfach eine Höflichkeits- oder was heißt eine Höflichkeitsform? Das ist eine Form, jemanden eines bestimmten Standes anzusprechen. Wir sind doch alle Menschen und Elfen und Stände. Da hast du vollkommen recht. Es ist mir aber so anerzogen worden, deswegen tut es mir leid. Ach so. Also das heißt, wenn jemand. Was ist wenn denn jemand, ein Stand bei das Menschen? Frage ich auch. Gute Frage. Naja, Snorri weiß, was ein Stand ist. Der sind das Hetman sowas ist wie Hochelfen? Höher, der Hetman ist höher gestellt als ein normaler. Aber warum sollte ich denn höher Hetman? Ich habe doch nur einen Hetman. Wieso sollte ich denn anreden, als wären das mehrere? Unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Sprachgebräuche. Wir haben auch unterschiedliche Sprachen. Ja, das stimmt natürlich. Okay, wie heißen die Kusliker Zeichen? Ich versuche das immer zu lesen. Ich versuche das zu lernen, aber das ist schwer. Ja, das ist es. Hast du es mal mit ja. Ich glaube, da brauchst du gar nicht anfangen mit der Schrift, die ich normalerweise schreibe. In meiner Heimat. Wir bleiben das lieber bei den elfischen Schriftzeichen, die sind überhaupt nicht viel schwieriger als Lori. Gar nicht. Snorri zieht sich die Arme hoch, man sieht so Torwarsche Runen an den Armen rein tätowiert. Das kann ich lesen. Das kann ich nicht lesen. Was steht denn da? Ah. Wer das liest, ist doof. Ich zeig mal so auf eine, da steht eindeutig Bier. Und da steht Boot. Und da steht bestimmt Arm. Nee, das Boot ist hier. Er zieht sich so ein bisschen das Oberteil, du siehst den ganzen Rücken quasi, ein ziemlich großes Boot mit einem ziemlich großen Wal.
Eiritium. Da ist das Boot. Eiritium. Castellani guckt sich so um, als ob Snorri zuhört oder nicht. Flüstert dann so, die müssen sich wirklich Bilder von ihren Booten auf dem Rücken machen, damit sie wissen, wie die aussehen oder was machen. Ich glaube, das ist eher so wie wenn du auch die Mannschaftsfarben von den Kusliker Kavalieren trägst, wenn du zum Sport, also in die Arena gehst. Mm. So, wenn wir hier Anhänger sein, zeigen und so. Mhm. Und der Qualität würde ich fast sagen, ist es eine Art Kunstwerk. Ja, das es gibt ja auch Leute, die Landschaften malen und man braucht ja kein Bild dafür, um zu wissen, wie eine Landschaft aussieht. Das ist das Einzige übrigens, was die Torwaller besser können als wir im lieblichen Feld. Was genau meinst du jetzt? Naja, Portwalpré. Ach so. Du bist schon wieder Meister geworden. Ich verfolge das nicht mehr. Aber die haben jetzt auch diesen Zwerg gekauft. Worüber redet ihr gerade? Über Sport. Sagt meine Freunde, sollten wir nicht langsam aufbrechen und unseren Weg fortsetzen? Hervorragende Idee, meine spitzohrige Freundin. Hervorragende Idee. Ich habe schon wieder so viel gelernt, was ich nicht verstanden habe, warum sich so Torwaller irgendwelche Bilder auf den Rücken malen zum Beispiel. Wir sollten einfach jetzt gehen, bevor ich noch verwirrter werde. Ganz einfach, weil sie schön sind. Hm. Lumin, danke jedenfalls fürs Erklären. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Ich finde es zwar unsinnig, aber jetzt weiß ich, warum ihr das macht. Frag einfach. Gut, ich denke, wir müssen so da lang, Richtung Berge. Ja, genau. Lauft vor. Nach dir. Ich setze mich wieder nach hinten an die Gruppe. Endlich geht es weiter. Eine Reisepfeife, irgendjemand? Was? Dann nicht. Dann zündet sich so eine lange Pfeife an. Dann läuft der Shayaril her. Bin etwas vorsichtiger als sonst und beobachte noch genauer meine Umgebung auf Anzeichen für Gefahr. Ich kann leider wenig Magie bisher weiter einsetzen, weil ich mich noch schonen will, aber ich versuche, möglichst aufmerksam zu sein. Na, er kommt nach einem weiteren Tag Reise jetzt schon ziemlich nah an das Gebirge heran. Man sieht die Ausläufer deutlich, die Klippen. Und dann wird Shayariels scharfer Blick tatsächlich Bewegungen im Geäst des immer dichter werdenden Waldes ausmachen, der sich in den letzten Tag jetzt über auch relativ verändert hat. Er ist dichter geworden, das Blätterdach lässt kaum noch Sonne nach ganz unten durch, wo ihr lauft. Das Blätterwerk von etlichen Jahren liegt unberührt zu euren Füßen. Ihr müsst da quasi durchwarten schon fast. Also einen richtigen Weg gibt es hier auch gar nicht mehr. Richtig unberührte Natur, wie man hier schon meint. Und ihr müsst euch quasi so eine Schneise bilden, um durch die Flora und Fauna am Boden durchkommen zu können. Hin und wieder sieht man Shayariel, wie sie auf Bäume klettert und von einem Baum zum anderen springt oder läuft. Ziemlich leichtfüßig. Aber sobald das irgendjemand außer Eiritio, der es vielleicht noch annähernd vielleicht hinkriegen würde, nachmachen kann, also das irgendwie funktioniert das nicht. Selbst wenn du es versuchen würdest, Eiritio. Natürlich versuche ich das. Das ist das, was Shayariel irgendwie kennt. Der Boden ist meistens nicht so einfach, darauf zu laufen. In den Wäldern auch, wo Shayariel herkommt. Da ist es, über die Wipfel zu laufen, viel einfacher. Irgendwie kommen ein bisschen Heimatgefühle hoch, auch wenn die Flora und Fauna hier ein bisschen anders ist, bei Shayariel. Ein leichter, irgendwas liegt auch in der Luft irgendwie so. Man kann es nicht mal Duft nennen oder so. Es ist irgendwie ein Kribbeln, was in der Luft liegt. Eine Besonderheit, vielleicht auch ein Flimmern oder ein Glitzern auf dem Gras, auf dem Hochgewachsenen oder auf dem
Moos, das an den Bäumen wächst. Irgendwas ist hier, was diesen Ort besonders macht. Ich würde mal mich nach unten zu den anderen begeben und sagen, ja, ich den leise zuflüstern. Also irgendwie, irgendwas ist hier anders und die Bäume bewegen sich und also wenn meine Sippe in so einem Wald wäre, dann würde sie sich vielleicht überlegen, an so einem Ort sich niederzulassen. Also ich kann jetzt nicht ausschließen, dass hier nicht Elfen in der Nähe sind. Aber du hattest ja auch schon gesagt, dass wir am Rand von dem Gebiet langgelaufen sind. Das heißt, die Elfen wissen wahrscheinlich eh schon lange, dass wir da sind. Das kann gut sein. Von daher hoffe ich, dass sie uns den letzten Weg bis zu dem Gebirge noch passieren lassen. Ich meine, unsere Vorräte sind auch nicht mehr so unendlich. Also ja, vielleicht sind sie uns wohlgesonnen und wir können vielleicht sogar eher ein bisschen was auffüllen oder mit ihnen ins Gespräch kommen. Aber ich wäre einfach wachsam und würde signalisieren, dass wir keine Gefahr darstellen. Sag uns, wie wir uns verhalten sollen und wir halten uns dran. Ich würde sagen, wie signalisierst du das denn? Wir bewegen uns einfach langsam und vorsichtig und in Ehrfurcht vor der Natur weiter voran. Lassen unsere Waffen möglichst eingepackt und ziehen sie nicht raus und versuchen, ja, den Wald zu schonen, die Natur zu schonen und einfach eine... Was gar nicht so einfach ist, wenn man nicht vom Wipfel zu Wipfel springen kann. Ja, versucht einfach nicht ganz so doll auf die Blätter zu treten und nicht alle Äste umzuknicken, sondern halt irgendwie mit der Natur zu gehen. Lumen guckt so auf den Boden, guckt so hinter sich, mit der Natur gehen. Tritt einfach am besten die Vorstapfen deines Vordermanns und Kaschmiro bewegt sich doch erstaunlich leicht fest, also das ziemlich sicher auf dem Untergrund. Versucht auch nicht die Wege, ich weiß, ihr seht keine Wege, aber versucht jetzt hier nicht irgendwie noch querfeld ein durch den Wald zu laufen, sondern auf den Wildspuren zu bleiben. Das ist, glaube ich, am sichersten erstmal. Snorri Füße sind groß genug, okay. Da komme ich schon rein. Ja. Ja, wenn ihr ein bisschen weiter noch lauft, dann beginnt Shayaril eine Melodie zu vernehmen, die sich über die Geräusche des Waldes verlagert. Und irgendwie kommt sie das bekannt vor, dieses Einmischen in das, also diese musikalische Untermalung der natürlichen Szenerie. Und je näher und je mehr Schritte du noch machst gegen die Berge, desto mehr kannst du diese Melodie auch entziffern und entschlüsseln und verstehen. Es scheint sich dabei um ein Sippenlied zu handeln. Du kennst die Namen nicht, die besungen werden. Du kennst auch die Themen nicht, die besungen werden. Aber das ist da nichts Neues. Wenn Sippen miteinander interagieren, dann singt man das Lied seiner Sippe. Und so wissen die anderen, mit was sie es zu tun haben. Und so hörst du die Heldentaten der Jäger, die Warnungen vor dem Bösen, das Gute, das freundschaftliche Miteinander, das Schöne, das Helle, das Ski, das besungen wird, die Warnungen vor dem Dasa, dem Schatten. Und ja, Alltäglichkeiten, wie man einen Tee herstellt, auf besondere Weise oder wie man einen Bogen schnitzt. All das in einer kleinen Melodie verwoben, die sich unendlich übereinander lagert. Für die menschlichen Ohren klingt es nur wie irgendein Säuseln im Wind. Aber für dich ist es wahrnehmbar und je Schritt, je lauter wird es. Ich würde nochmal zu den anderen gehen und sagen, okay, es wäre ganz gut, wir bleiben erstmal hier. Und ich würde versuchen, mal Kontakt aufzunehmen, weil ich denke, wir bewegen uns auf eine Sippe zu, auf ein Dorf. Und ich würde, glaube ich, gerne vorher einmal klären, ob wir einen Umweg laufen sollen oder ob es in Ordnung ist, dass wir da weiter zusteuern. Und dann würde ich irgendwie anfangen, mal auch eine Melodie zu singen und einzusteigen und irgendwie so ein bisschen
von uns zu erzählen, was uns hierher treibt, wer wir sind, mit der Frage verbunden, ob wir weiterlaufen dürfen oder ob wir irgendwie ums Dorf, um die Sippe herum sollen. Was singst du denn, wenn du dich vorstellen sollst? Ich singe, ich bin Shayariel und ich komme aus dem Reichsforst, aus einer Sippe, nämlich aus der Hüter der Steininsel-Sippe. Und dass ich Waldläuferin bin, dass ich gerne jage, dass ich dort im Wald aufgewachsen bin und dass ich dort bemerkt habe, dass die Sterne vom Himmel fallen, dass wir mit Vampiren zu tun haben und deswegen hier auf diese Gruppe gestoßen bin, die auch auf der Suche ist, dieses Rätsel um die Vampire zu lösen, dass wir alle miteinander einem Lied folgen und einem Ruf, das uns gerufen hat in die Salamandersteine und wir herausfinden wollen, was da vor sich geht, dass wir in friedlichen Absichten kommen, dass wir eigentlich, soweit es geht, auch gar nicht mit den Waldelfen der Region zu tun haben wollen, sondern wirklich auf der Suche sind nach diesem Hilferuf und versuchen wollen zu helfen. Mhm. Noch langsamer, also Shayari wird noch langsamer, als ihr eh schon seid. Ihr habt jetzt schon das Gefühl, dass ihr super langsam vorankommt. Ihr könntet eigentlich viel schneller, Snorri. Aber irgendwie Shayari zwingt euch irgendwie viel langsamer zu machen. Genau, das singe ich die ganze Zeit und wenn Tashmero die Harfe hat, könnte sie mit einstimmen ein bisschen. Ja, wird Tashmero irgendwie ja, gucken, dass sie die Harfe bedient, was er ja vielleicht als Cheyenne hat ihr vielleicht das beigebracht, wie man die Harfe spielt. Wir hatten ja ein paar Tage Zeit zwischendurch ja. Irgendwie. Es sind noch ein paar schiefe Töne mit drin, aber langsam, sie braucht einen Moment zum Einsteigen, spielt dann so ein bisschen mit auf der Harfe. Ich kann auch eine Flöte nehmen. Das liegt mir, glaube ich, gerade mehr. Ich glaube, die Harfe hat ja magische Fähigkeiten, die uns vielleicht ein bisschen helfen könnte, Gefühle und Gespräche aufzunehmen, die da kommen könnten. Okay. Auch ja, feindliche. Das hatte ich schon fast wieder das vergessen. Das Blöde ist, dass Tashmero am Anfang das Lied gar nicht hört, worauf sie spielen soll. Ja, also ich weiß nicht, was aber sie kann ja das was ich so singe, Säuseln quasi unterstützen. Ja, ich würde dann, also Tashmero würde unterstützt dann Shayariel in ihrer Melodie und das andere hört er das Säuseln, aber das ist so ein, okay, Stimmen im Wind, irgendein Flüstern. Genau. Ja. Für Leute, die sich sonst im Wald nicht sonderlich auskennen, wie zum Beispiel Ariccio, wirkt das Ganze ein bisschen komisch alles. Irgendwie das Spiel zwischen Licht und Schatten ist hier unten ziemlich merkwürdig. So, eigentlich dürften sehr wenig von Praios Antlitz hier unten sichtbar sein. Und trotzdem ist es hier unten merkwürdig hell. Also dafür, wie dicht dieses Blätterdach ist. Also warum ist hier überhaupt Licht? Fragt sich Ariccio irgendwann. Und dann vielleicht ist es aber auch Fexens Gunst, weil du hier durch die Schatten wandelst und es gar nicht mal so richtig wahrnimmst. Solche Gedanken gehen ihm vielleicht durch den Kopf. Ehe ihr dann trotz des langsamen Laufens dann doch irgendwann aus dem Säuseln eine Melodie vernimmt. Und just in diesem Moment stapft Snorri einen weiteren Schritt nach vorne und sieht sich einem Speerspitze gegenüber, die auf ihn gerichtet ist, wie aus dem Nichts aufgetaucht ist. Also nur die Speerspitze ist zunächst zu sehen und dann, als du zurückschreckst, schält sich aus dem Baum vor dir eine Gestalt heraus, die den Speer trägt und auf dich richtet. In braune und grüne Farben gehüllt, das Gesicht bemalt mit erdigen Farben, man sieht so die dicke Textur von Matsch, die sich noch irgendwie die noch absteht im Gesicht auf den Händen, auf den Armen. Auch die Kleidung, die diese Gestalt trägt, ist ziemlich verlottert, würdest du sagen. Fällig, bauschig, aber total verdreckt. Und wahrscheinlich hast du ihn deswegen nicht gesehen, weil er da vor diesem verdreckten Baum stand. Und überall sind auch so Moospaneele dran und so. Mhm.
das elfische Tarnfleck, würde ich sagen. Oder auch so ein Gebüsch auf dem Kopf. Kriege ich das mit? Kriegen wir das mit? Oder ja, du bist an dem schon vorbeigelaufen, warst oben in die Wipfel gesprungen und ja. Kriegst das mit? Ich tue dir nichts. Also, wer bist du? Sana Sala. Hallo. Also ich laufe dahinter, ich kriege das wahrscheinlich auch mit und erste Reaktion wäre Griff zum Schwert und dann besinnt er sich und überlegt, nee, ist wahrscheinlich nicht die richtige Variante. Würde sich halt nochmal genauer umschauen, sein Kopf geht so hin und her und würde dann aufschließen zu Snorri und zu diesem Empfangskomitee. Und würde ihn halt auch auf Elfisch begrüßen, auch wenn es ihm wahrscheinlich in den Ohren schmerzen würde, aber willkommen. Verzieht so die Augen, die werden so zu Schlitzen. Und Chayariel blickt jetzt zurück und bemerkt jetzt, weil da ja jetzt so dieser Aufruhr ist, auch diese Gestalt, die dann hinter dir quasi war. Und als du dich dann umdrehst zu den anderen, merkst du so, dass der Ast, auf dem du stehst, auch so ein kleines Gewicht bekommt. Guckst dann wieder zur Seite und siehst dann da auch zwei, also auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwei Leute mit Bogen auf deinem großen Ast stehen, die dich jetzt quasi flankiert haben. Dann würde ich sie auch sehr freundlich begrüßen und mich nochmal in Worten vorstellen und nicht mit Melodie und Gesang. Also, hallo, ich bin Chayariel und wir sind auf der Durchreise. Und folgen dem Hilferuf aus dem Salamanderstein. Ich hoffe, es ist okay, dass wir hier passieren. Hinten an der Gruppe, wo Alritio oder Tashmiro gelaufen sind, seht ihr jetzt auch Leute, also Gestalten, die sich aus dem Gebüsch und aus dem Blätterwerk herausschälen. Ja, Tashmiro wird ja wahrscheinlich zu Chayariel aufgeschlossen haben. Steht halt quasi vorne, wird dann vorne umziehen sollen. Dann sie auch auf Elfisch begrüßen. Womit würde auch einfach nur die Stimme etwas erheben und sagen, Chayariel, könntest du das bitte aufklären? Ja, ich komme mir selber nicht weg. Also ich würde halt einfach versuchen, so weiterzureden. Gucken, ob die anderen antworten. Ich drehe mich mal einsteigen. Zu Silberhaar um. Ihr forscht doch an den Elfen. Könnt ihr kein Elfisch? Doch, ja, schon. Aber was sollte ich anderes sagen, als Chayariel schon gesagt hat? Ich habe keine Ahnung, was Chayariel schon gesagt hat. Sie hat sie begrüßt. Ja, ja. Gute Frau. Mhm. Dachte ich auch. Deswegen mische ich mich da gar nicht ein. Dafür haben wir sie doch mitgenommen. Und reagieren die irgendwie? Ja, die sind zunächst erstmal ziemlich misstrauisch, halten euch auch auf Abstand. Also so immer so eine Speerweite auf Abstand. Und dann stellt sich einer der Elfen neben Chayariel vor. Ich bin Inion, der die Fremden abhält. Was tut ihr hier, Eindringling? Sei gegrüßt, Inion. Wir wollten euch nicht stören und euer Gebiet in Ruhe lassen. Wir sind auf der Durchreise in die Salamandersteine, weil wir einen Hilferuf vernommen haben. Und der war sehr nachdrücklich und warnt vor dem Dasa. Und wir wollen einfach nur diesem Hilferuf folgen. Und wenn es euch angenehmer ist, können wir gerne einen Bogen um eure Sippe machen und versuchen, wenn ihr uns sagt, wo euer Gebiet ist, versuchen, außen herum zu laufen. Ihr steht mittendrin. Was können wir tun, um das besser zu machen?
Was ist denn euer Ziel? Na, wir wollen weiterreisen in die Salamandersteine. Niemand darf in die Salamandersteine. Schon gar nicht die Telor. Auch nicht, wenn wir helfen wollen und einen Hilferuf vernommen haben? Den Hilferuf habt ihr vernommen? Im Vermächtnis der Völker? Was ist das? Das kann ich schlecht erklären. Da würde ich jetzt Magister Silberhaar bitten, vielleicht das nochmal zusammenzufassen. Nun, es ist eine magische Divergenz, die okay, vielleicht aufgrund ihrer großen Astralkraft als Schenkung der elfischen Prostation der Adeptatas, wie war doch das Fachwort? Ich glaube, wir sollten weniger Fachwörter benutzen, Professor. Wieso denn weniger Fachworte? Sie haben doch ganz eindeutig nach der Sinn und nach der astralen Thesis hinter dem großen Phänomen des Vermächtnisses der Völker, was noch nicht völlig erforscht ist, würde ich dir dazu sagen. Es wird eine Lebensaufgabe sein, dieses Phänomen ist zum letzten und er also redet, das ist so ein Traum, in dem alle miteinander kommunizieren können und in diesem Traum ist das Lied, also das, der Hilferuf gekommen. Aus den Salamanderstein. Da war eine Elfin. Und dann ist das Ganze zusammengebrochen, weil das Dasa da reingeraten ist in diesen Traum. Klaja Nebellied, soweit ich mich erinnere. Ja, genau. Klaja Nebellied. Dieser Name ist uns nicht bekannt. Und ihr lasst nie jemanden durch in die Salamandersteine? Wir sind die Hüter des Weges. Noch niemals ist jemand durch unsere Hallen gereist und in Madoyas Träume gelandet. Es ist unsere Aufgabe, die Telor da herauszuhalten. Das verstehe ich. Sie verschmutzen aber das Licht. Das stimmt. Da und sie würden sterben, wenn sie dort hineinlaufen. Dann, ja, das wäre ja dann nicht so schade. Es ist so, das Licht ja nicht vernichtet. Kein Ort für Telor. Hier. Telor sind wir, Menschen? Diese Kinder haben keine Ahnung, auf was sie sich einlassen, wenn sie die Grenze überschreiten. Worauf würden wir uns denn einlassen, wenn wir die Grenze überschreiten? Ihr würdet in Malayas Träume eintreten. Daraus habe ich nur in Legenden gehört. Dies ist der Ort, in dem Malayas Träume beginnen und dies Sein endet. Na, das ist natürlich schwierig für Menschen. Aber wenn sie doch gerufen wurden, ich denke nicht, dass der Hilferuf den Telor galt. Wem denn dann? Den Sippen? Aber die Sippen haben den Hilferuf ja. Einige Sippensprecher sind schon hier. Seid ihr für eure Sippe hier? Ich bin für meine Sippe hier. Dann seid uns willkommen, aber die Telor müssen gehen. Aber wir finden nicht zurück ohne sie. Ja, und also ohne. Können wir uns raus teleportieren? Diese hier wäre ich gar nicht bis hierher gekommen. Wir wurden von Vampiren verfolgt. Also von Felamir. Und die wollten uns umbringen. Und ich glaube, ohne die menschliche Begleitung hätte ich das hier gar nicht zu diesem Sippentreffen geschafft. Also wäre es schon gut, wenn sie dabei sind. Ich glaube, wir sind alle in Gefahr. Die Geschöpfe des Dasa
Die Traumschatten. Ja, sie wandeln an den Grenzen unserer Länder. Nicht nur an den Grenzen, also sie sind uns fast bis hierher gefolgt. Ihr habt sie hierher geführt. Nein, ich glaube, sie verfolgen uns und sie waren auch vorher schon an meiner Sippe unterwegs. Wenn sie euch verfolgen, habt ihr sie hierher geführt. Vielleicht sind sie ja auch schon hier gewesen und wir sind nur auf sie gestoßen. Nein. Das hätten wir gemerkt. Wir sind die Wächter. Und wenn ihr Belamia mitgebracht habt, dann wollt ihr nichts Gutes. Ich bin verwirrt. Ein anderer Elf, der vor Snorri steht und auch die ganze Zeit so mit der Speerspitze so irgendwie so Richtung Nase von Snorri irgendwie rüberspiekst, ohne dich wirklich zu berühren. Also er macht so deine Bewegung mit. Bis sie jetzt töten, ruft er hoch. Wir haben zwei von den Felamia besiegt auf menschlichem, gebrochenen Elfisch. Einen eurer Art, einen unserer Art. Wir sind, Taylor, wir sind keine Felamia. Ich hatte auch nicht gesagt, dass wir gegen einen von euch gekämpft haben. Sprach von unserer Art. Und wenn du nicht weißt, wovon du redest, schweig und lass sie reden. Aus meiner Sippe ist eine Freundin zu einem Vampir geworden und die hat uns verfolgt. Also seid ihr befleckt. Adok. Ich glaube, das kann jeder Sippe passieren. Ich befürchte, das kann jeder Sippe passieren und deswegen sind wir auf der Suche nach der Ursache. Man muss sie auch sterben, ruft der Elf von unten. Also, ich befürchte, das kann auch euch passieren und ihr seid in Gefahr, wenn ihr nicht handelt, wenn ihr euch nicht schützt. Weil wir sind jetzt schon hier. Sie will den Tod, ruft der von unten. Jetzt sei ruhig, Erikion, die mit Fühler hört. Also man kriegt jetzt als Außenstehender vielleicht auch schon mit, dass da dass die beiden aus der zweiten Reihe so Hetzerei kommt, ja? Ja, wenn du einen Ticken Elfisch sprichst, dann kriegst du das. Nee, kein Ticken. Aber ich meine, dann hörst du nur höchst melodiöses Gesinge. Ach so, das ist zweistimmigen doch zuckersüß, wenn ihr dir entgegenzwischen, dass ihr dir am besten ein Messer zwischen wie wenn ein Franzose flucht. Merde. Das ist wahrscheinlich eher die Gesichtsausdrücke von Tashmere und Lumin, das irgendwas nur noch gerade im Magen liegt. Also an den Gesichtsausdrücken, von denen die Elfisch sprechen, kriegst du es vielleicht mit, ja. Versucht nochmal sehr deutlich. Ihr seid in Gefahr. Es gibt Vampire, die Elfen zu ihresgleichen machen. Ich glaube, dass Dasa versucht, unsere Sippen zu beflecken. Und wir versuchen, das zu verhindern. Wir versuchen auch, euch zu schützen. Dass Dasa versucht, in Vadayas Träume einzudringen. Ja, das haben wir auch. Ja, und das versucht das jetzt eben noch mehr und verstärkt. Und deswegen ja auch dieser Hilferuf, der an uns erging. Auch an diese Menschen. Ich hätte es mir auch gerne anders ausgesucht. Ich wäre hier auch lieber nur mit meinesgleichen, aber sie sind jetzt hier. Und sie wurden offensichtlich gerufen. Wir haben es alle gehört. Wenn sie das Lied gehört haben und du hast die Harfe gehört, sie haben mit ihm geredet. Er hat sie anscheinend weitergeschickt. Irgendetwas muss er an ihnen gesehen haben. Ja, und ja, der da unten trägt Stiefel von uns. Genau, wir haben wir haben einen Elfen auf dem Weg getroffen, der uns diese Harfe geschenkt hat. Ja, ich muss jetzt selber gerade nochmal den Namen gucken. Also den müsst ihr, habt ihr euch, also zumindest Tashmiro hat sich den bestimmt gemerkt. Ist nämlich relativ bekannt. Das ist Saladon. Saladon. Mhm. Ja.
Also wir haben Saladon getroffen und der hat uns diese Geschenke gemacht. Unter anderem die Harfe. Damit wir ja weiter den Weg gehen können und unserer Aufgabe folgen. Ich sehe. Und ich weiß, es ist ungewöhnlich, dass wir hier sind und es tut uns sehr leid, dass wir in euer Gebiet eindringen. Gestern kam schon jemand an, der angekündigt hat, dass ihr kommen wolltet. Wer kam gestern an? Wir sind nur wir. Ein Vampir? Nein, natürlich nicht. Wirklich? Wer war es dann? Ihr werdet sie kennenlernen. Wenn ihr Saladons Zusprache habt und ihre, und du die Abgesandte deiner Sippe bist, kann ich zumindest dich nicht hinaus begleiten. Aber ich werde auch davon absehen, deine Begleiter zu töten. Obwohl ich das eigentlich müsste. Das ist sehr großzügig. Sollen sie erstmal hier bleiben und ich komme alleine mit? Wir vertrauen ihnen nicht. Besser, wir haben sie im Griff und im Blick, als sie hier weiter streifen zu lassen und Unruhe zu stiften. Das ist sehr klug. Aber sie müssen ihre Waffen abgeben. Okay, dann übersetze ich das mal den anderen und sage, also es ist schwierig. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu sterben, also ihr vor allen Dingen, oder wir kommen jetzt mit und lassen unsere Waffen aber da und dürfen sie dann nicht bei uns behalten. Ich will sterben. Also ich lasse meine Waffe ungern zurück, wenn sie sie an sich nehmen und sie mir wiedergeben, sobald sie uns als ungefährlich erachten. Meinetwegen, aber meine Waffe ist so ziemlich das Einzige, was wir derzeit gegen Vampire in der Hand haben. Aber jetzt mal ehrlich, hier, die Plakette, die ich dir gezeigt habe, auch der Schutz steht, ne? Die bringt hier gar nichts. Und ich hole die einfach mal raus und zeige dir die sehr offensichtlich, dass auch die Elfen die sehen. Und achte mal so aus dem Augenwinkel darauf, wie die Elfen darauf reagieren. Ob das das ist kein Zufall, dass ich die gefunden habe. Die schauen da ziemlich irritiert in deine Richtung, was das soll, was er da für einen Tanz aufführt. Also sie nehmen schon wahr, dass wir alle elfische Gegenstände haben und dass wir beschenkt worden sind. Und sie nehmen wahr, dass wir die Fürsprache einzelner Elfen haben und dass ihr auch das Lied gehört habt. Das spricht für uns, sonst wären wir jetzt schon tot. Deswegen seid ihr noch am Leben. Deswegen sind wir noch am Leben. Wir sind schon in der Unterzahl. Ich denke, wir sollten vorsichtig sein. Es gibt anscheinend so eine Art Sippentreffen, wo Elfen aller Sippen hier vereinigt sind, um zu klären, was das mit den Salamanderstand und dem Lied ist. Ich glaube, mehr Chancen als mitzugehen und unsere Waffen erstmal ihnen zu geben, haben wir nicht. Im Zweifel haben wir ja noch Magier. Also jetzt mal ganz ehrlich, das Treffen wollt ihr euch doch wohl auch nicht entgehen lassen, oder? Wie toll, dass sie uns mitnehmen. Natürlich nicht. Ich würde behaupten, wir haben ordentlich Glück, oder? Irgendwie schon, ja. Das stimmt, ihr könntet jetzt auch allein im Wald bleiben, aber das wollen sie nicht. Sie wollen, dass sie mitkommt zu diesem Treffen. Dann müssen wir wohl Folge leisten. Naja. Unser Magister wird sich ja freuen. Auch geht. Höchst faszinierend. Ein Sippentreffen. Ihr solltet vielleicht lieber nicht so viel euch anmerken lassen, dass ihr sehr neugierig seid und mitschreibt oder so. Ich könnte für Gerasim sprechen. Ich glaube, das wäre. Ich glaube, solange ihr nicht selbst elfisch seid, solltet ihr einfach alle schweigen und euch möglichst zurückhalten und kein Wort sagen, außer ihr werdet gefragt. Naja, aber in Gerasim wohnen doch auch Elfen. Ja, aber das sind andere Elfen. Das sind ja nicht mal Elfen, die so sind wie ich. Und ich bin ja schon Auerelfe. Was ist das denn für ein Rassismus sind ja hier? Und das sind die Waldelfen. Die sind halt schon noch mehr anders als Auerelfen.
Und ja, Gerasim das sind halt aber die Gerasimer so auch. Bei Dockelfen. Ich kenne mindestens 2 Dutzend Waldelfen. Dann sind die halt schon sehr abgefallen vom Licht. Oder einfach nur etwas offener. Also lasst uns mit den abgefallen mitgehen. Vom Licht. Ja. Aber wenn es ein Sippentreffen ist, dann haben auch diese Elfen ein Recht davon mitzureden. Das stimmt. Vielleicht sind sie ja da. Diese Meinung sollten wir vertreten. Also werde ich vertreten. Nein. Ja, Magister, ihr könnt diese Meinung ja gerne vertreten, aber nicht auf diesem Sippentreffen, bitte. Ja, wo denn sonst? Naja, mir ist es lieber, wir halten uns an deren Regeln und behalten unsere Kehlen vollkommen intakt und ja, aber ohne... wenn sie Gerasim noch gar nicht kennen? Also ich krieg bestimmt noch ein Silenzium hin, um ihn zu Schweigen zu bringen. Bitte. Ja? Bitte? Funktioniert das? Bitte, 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 mit Zucker oben drauf. Vielleicht können wir Adapter jetzt zieht, einfach zieht so eine Augenbraue hoch und meint, hast du ein Silber? Ich liebe, wie ihr denkt, und ich drücke ihm Silber in die Hand. Er macht so. Wenn du mit Kopf etwas. Ich verstehe ja sowieso kein Wort von dem, was wir hier reden. Also gerne übersetze ich Snorri so im Flüsterton, was so erzählt wird, und Alricio, wenn es die beiden interessiert. Und ich werde garantiert auch nicht alles und jedes Wort verstehen, aber ich hoffe, dass zumindest meistens der Sinn so ein bisschen rüberkommt. Dann Lumin wird merken, dass selbst, also ihr habt ja auch Shayaril ja schon gehört und die anderen Elfen in Gerasim und so, aber das, was die hier sprechen, ist deutlich melodiöser und also die Sprache ist quasi fast nicht von einem Gesang zu unterscheiden. Und da die auch alle zweistimmig sprechen, ist es auch ziemlich voluminös und hübsch und schön eigentlich, obwohl der Inhalt eigentlich nicht so schön ist gerade. Ja, und Lumen behagt es auch gar nicht, sein Schwert abgeben zu müssen. Er wird den Dolch einfach mal bei sich behalten, in der Hoffnung, dass die das nicht als Waffe ansehen. Und für ihn und sein Seelenheil wäre es besser, aber wenn sie dann halt fordernd auf diesen Dolch gucken, dann würde er im Zweifel halt dann auch abgeben. Aber das Schwert schmerzt ihm schon am meisten. Ja, den Dolch musst du auch abgeben. Durchsuchen die uns? Nein. Ich frage für einen Freund, das alles. Also Alricio könnte noch Dolche haben. Okay, hervorragend, du weißt Bescheid. Wir werden keinen durchsuchen. Herr Schmöre, gibt ihr, auch wenn es ja ähnlich schwerfällt wie Lumin, auch ihren Dolch, bitte verliert den nicht. Ich habe leider keinen verborgenen Dolch, deswegen wird man es wahrscheinlich sehen. Keine Wahl. Dann folgt. Während wir folgen, überlegt Lumin schon, falls es zur Eskalation kommt, sucht er sich dann einen aus, den er vielleicht im Optimalfall am schnellsten entwaffnen kann. Also da rattern gerade so ein bisschen Zahnräder in seinem Kopf. Die sehen alle ziemlich drahtig und muskulös aus. Also du vermutest halt, dass das die Kämpfer der Sippe sind. Mindestens. Würde nur Sinn machen, wenn sie uns stellen. Halten auch relativ geräumig Abstand von euch. Also versuchen, also das kannst du als Krieger ja auch einschätzen, die versuchen halt schon, euch irgendwie einzukesseln, so dass ihr wahrscheinlich immer 2-1 in den Unterzahl wärt, wenn ihr jetzt doch kämpfen wolltet. Aber ihr halten Abstand. Aber die nehmen unsere Waffen mit, ja. Gut. Dann werde ich hauptsächlich den Typen im Auge behalten, der mein Schwert trägt. Oder die Frau. Ja. Okay. Dann kommt ihr irgendwann, also ihr lauft eine ganze Weile weiter durch den Wald. Und dann bemerkt ihr oben in den
Baumkronen zwischen all den Blättern und dichtem Bewuchs der Bäume, dass sich etwas hinter den Blättern zu verbergen scheint. Und es ist, als würde der Baum selbst diesen Blick freigeben auf etwas, was ihr vorher, wenn ihr einfach so hier lang gelaufen wärt, wahrscheinlich niemals gesehen hättet, weil Blätter davor gewesen waren oder vorgewachsen waren. So wie ein Vorhang, der beiseite geht. Ein bisschen magisch wirkt es vielleicht auf Snorri am meisten oder so, weil der hat ja am allerwenigsten mit Magie am Hut. Auf Lumin auch wahrscheinlich. So, dass sich dahinter Gebäude auf einmal aus dem Baum herausschälen. Eine, fast schon wie eine Art Palast, der in den Baum oder in die Baumkronen hineingebaut ist, mit Brücken, die von Baum zu Baum gespannt sind, mit einer zentralen, großen Baum, die von einigen Ästen umringt sind, die natürliche Brücken bilden. Überall sieht man kleine funkelnde Lichter und Laternen und diese Gebäude selbst scheinen aus dem, wie natürlich aus dem Baum herausgewachsen zu sein, nicht gebaut, wie ein Mensch eine Hütte oder einen Palast bauen würde, aber vielmehr gewachsen aus dem Baum heraus, als würde der Baum freiwillig eine Behausung für das, für die Elfen irgendwie bereithalten. Überall Treppen, Stege, kleine Hütten und Behausungen, wie natürlich gewachsen und nicht entstanden oder hergestellt. Ein ganzes Dorf hängt oben in den Bäumen, als wäre es schon immer da gewesen. Und die Sonne bricht sich auf den Blättern und auf den Ästen und scheint auf euch herab. Und es beginnt zu funkeln und zu glitzern. Und alles hier ist durchzogen und das hört ihr jetzt auch wie vorher gar nicht. Und vielleicht nur Shayariel hat es ja vorher wahrgenommen. Alles ist durchzogen von einer Melodie, die immerwährend da ist. Und ihr seht auch hin und wieder einige Elfen oben in den Bäumen sitzen, die Instrumente spielen, Flöten oder Trommeln oder Geigen, Harfen. Alles miteinander im Einklang und doch andere Lieder spielend. Und doch passt es irgendwie alles und ist so, als würde es ganz natürlich die Szenerie untermalen. Es ist so, als wäre, würde es eine Art Soundtrack für dieses merkwürdige Dorf darstellen. Eine Untermalung dessen, was ihr seht. Wenn ihr die Augen schließt, habt ihr aufgrund der Melodie genau das vor Augen, was ihr habt, wenn ihr die Augen öffnet. Eine merkwürdige Erfahrung für die, die das sonst noch nie hatten. Am ehesten kennt das Shayariel noch, aber das Ganze unterscheidet sich dann doch nochmal von der Sippe, aus der du kommst. Das hier ist wesentlich filigraner, wesentlich ausgekügelter und auf irgendeine Art und Weise, und das ist vielleicht beängstigend für Shayariel, viel reiner, lichtdurchfluteter. Es ist so, als würde hier fast kein Schatten sein. Bei Eiritsche vielleicht auch ein bisschen merkwürdig. Obwohl gar nicht so viel Licht durch dieses Blätterdach durchkommt. Ich würde fast sagen, es wirkt magisch. Ja. Sehr. Das passt das ganz gut zusammen. Das ist ja extrem beeindruckend. Es wirkt nicht magisch. Es ist magisch. Ja, Lumin, die haben nicht eine Axt benutzt, um das zu bauen. Das ist irre. Durchaus. Es erinnert mich fast ein bisschen an den Wagen von der einen Elfe, die wir gesehen haben. Der sah ja auch eher aus, als wäre der Baum so gewachsen, als ob es in irgendeiner Art Weise bearbeitet wurde. Wow. Wahre Handwerkskunst, beziehungsweise Zauberei. Ja, ich vermute.
Denn mit Handwerkskunst kenne ich mich aus, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist ja irre. Beeindruckend, ja, durchaus. Lumin, zwischen den bei den Elfen ist der Unterschied zwischen Zauberei und Handwerk quasi nicht gegeben. Na dann. Es sind magische Wesen. Trotzdem beeindruckend. Das sieht man gerade jetzt. In Gerasim war ich ja schon stellenweise beeindruckt. Das ist nichts im Vergleich zu dem. Also das war nichts. Da stimme ich mit euch überein. Vielleicht noch am ehesten, was ihr das, was ihr im Vermächtnis der Völker erlebt habt, aber. Ihr seid euch jetzt auch völlig sicher, ihr hättet an diesem Dorf einfach so vorbeilaufen können, ohne es zu bemerken, wenn das sich nicht enthüllt hätte. Ja. Nee, staunen auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Okay, Shayariel, was jetzt? Müssen wir da hoch oder? Ich würde vorsichtshalber lieber auf das warten, was unsere Gäste uns sagen. Ich selbst bin, glaube ich, eher fasziniert und schaue mir noch alles an und genieße einfach mal wieder in einem elfischen Ort zu sein und höre der Musik zu und ja, bin einfach ganz verzaubert und verzückt und würde am liebsten einfach hierbleiben. Dein Sein fügt sich quasi fast nahtlos ein in das, was hier geschieht, in das Lied des Dorfes. Du merkst, du bist hier ein kleiner Missklang, auch wenn du einstimmst, weil du nicht dazugehörst. Aber du nimmst auch andere Töne wahr, die hier eigentlich gar nicht reingehören. Und dann ist da dieser große, dicke Fleck, dieser Paukenschlag in der Melodie, der auf, wenn du die Augen schließt, natürlich auf die Telor hinweist, die gerade hier sind. Die quasi ein Loch in die Melodie schießen. Weil sie auch gerade gar nicht singen. Du hast auch irgendwie ganz instinktiv auch selber angefangen zu singen, um einzustimmen. Aber irgendwie blocken die hier alles ab. Irgendwie die ganze Magie und die ganze Schönheit dieses Ortes, das wird einfach, wenn du Tashmeru, Snorri, Lumin oder Alricio oder die drei Magier anguckst, das ist einfach, wer hier ein schwarzer Fleck auf. Also, hättest du ein weißes Kleid an oder wärst du einmal dick in den Matsch getreten? Ich muss mich auf jeden Fall sehr zusammennehmen, nicht der Feindlichkeit der Waldelfen, mich davon einlullen zu lassen, in der Erinnerung an das Vermächtnis der Völker und der Erfahrung, die ich da gemacht habe, mich darauf zu konzentrieren, dass ich hier eine andere Aufgabe habe, sonst wäre ich jetzt sehr verführt, einfach mich dieser Sippe anzuschließen und da einfach so alle Eindringe auch als böse zu sehen. Die anderen können, also ihr könnt jetzt alle auch kleine Wesenheiten mit kleinen Flügeln sehen, die ihr zuerst für Glühwürmchen gehalten hattet, aber die wahrscheinlich eher Feenwiesen oder so etwas sind, die ja zwischen den Häusern umherfliegen und immer so eine kleine Glitzerwolke hinter sich herziehen. Seht ihr diese kleinen? Ja, ich habe es erst für Lichtpunkte gehalten. Ist das faszinierend? Oh, Feen. Das kleine Menschen? Kleine Menschen, ja. Mit ihr Flügel. Könnt euch sehr, sehr glücklich schätzen, dass ihr das hier alles sehen dürft und dass ihr euch lebendig hier reingelassen habt. Noch sind sie nicht wieder raus. Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Also, naja. Ja, die ersten Elfen in eurer Begleitung laufen auch einfach nur, die laufen halt auf den Baum zu, dann im 90-Grad-Winkel einfach den Baum hoch. Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen. Die gehen den Baum hoch. Darf ich das ohne Warum wundert mich das noch? Warum wundert mich das noch? Die sprechen auch mit Tieren. Ja, jetzt, wo du es sagst, sind auch ganz viele Tiere anwesend. Vor allen Dingen kleine Eichhörnchen und Hasen und Rehe, die da überall stehen und auch so. Also und Katzen vor allen Dingen. Viele, viele Katzen, die da einfach so euren Lauf verfolgen, euch genau anschauen, überhaupt keine Scheu vor euch haben, dass Lumen überhaupt von Wildtieren überhaupt nicht gewohnt ist.
wenn der Auge auf irgendein Reh oder so von Lumen kurz hängen bleibt und der Magen in dem Moment knurrt und er dann den Kopf schüttelt und dann weiter diese magische Szenerie. Das Magenknurren, das schießt sich sowas in die Melodie rein. Wow, Shaiaril, das haut dich fast vom Ast. Das ist halt Musik der Menschen. Shaiaril, was sollen wir jetzt, wenn wir hier unten bleiben? Wir werden hier ein bisschen allein gelassen. Wenn ich Injorn sehe, würde ich nochmal fragen, ob wir irgendwie mitkommen sollen, ob wir hier bleiben sollen oder was wir zu tun haben. Ja, ihr könnt ja nicht im Einklang mit der Natur die Bäume hin drauf. Ja. Ich sorge dafür, dass sie nach oben kommen. Gut, danke. Währenddessen unten, Alricio, glaubst du, das ist vielleicht irgendein magischer Weg, die Bäume hoch? Können wir das vielleicht auch? An dieser Stelle? Ich sag ihnen, dass sie das nicht können und dass sie es lieber nicht ausprobieren sollten. Der Baum ist präpariert. Lumino, solltest du es auf jeden Fall probieren. Ihr solltet das lassen, wenn ihr euch nicht noch mehr Feinde machen wollt. Dann lasse ich es besser. Also ich versuch's, sagt Adepta Tassia. Dann bleibt hier, bitte. Ich habe das Lumin nur gesagt, weil ich davon ausgehe, dass er das durchschaut, Adepta. Adepta, für eure Verhältnisse ist es doch überhaupt großartig, hier zu sein und noch mehr Elfenstudien machen zu können. Das ist eine also, hervorragend. Dann stellt euch vor, ich könnte das Haltet jetzt. Euch zurück. Ja, aber ihr seid keine Elfe. Es ist bestimmt eine Variante des Spinnenlaufs. Falls die Adepta Anzeichen macht, da hochzugehen, halte ich sie fest. Witzelfest. Wir bleiben hier, solange uns nicht jemand einlädt, da hochzugehen. Ach, Mann. Respekt ist das Stichwort. Ein völlig rudimentärer Spinnenlauf. Ich muss das aufzeichnen. Professor Silber, habt ihr noch Papier und Kohle? Ich befürchte, Papier besteht aus totem Holz. Holt das nicht raus. Gut, dass Kohle auch nicht aus verbranntem Holz besteht. Egal. Nein, alles in den Taschen lassen. Keine diplomatischen Zwischenfälle provozieren. Bitte! Wir gucken uns an, so komplette Lederklamotten und alles aus der Natur quasi. Na gut, das haben die auch. Aber ja, bei denen wächst die Schrift wahrscheinlich auch direkt an den Bäumen. Also von daher. Das ist wahrscheinlich wirklich nicht so weit hergeholt. Irgendwann, wenn sie überhaupt irgendwas aufschreiben. Irgendwann wird ein großer, eine Art Käfig oder so, ein hölzerner Käfig irgendwie von oben nach an einem Seil herabgelassen. Der genug Platz für all die, für euch alle bietet. Mhm. Werden wir jetzt eingesperrt oder lassen sie uns hoch? Ich versuche ihnen zu sagen, also sie versuchen euch jetzt nach oben zu bringen. Ich glaube, sie meinen es gut mit dem Käfig. Sie wollen einfach nicht, dass wir rausfallen. Ja, wahrscheinlich. Ich hätte deine Frage jetzt auch mit Ja beantwortet, Lumi. Also geht ihr alle da rein? Ja. Dann wird die Tür hinter euch geschlossen. Verriegelt. Und dann wird ihr nach oben gezogen. Könnte man diese Tür von innen auch aufmachen? Oder naja, wird die verriegelt? Also mit ein bisschen Kraft und Wucht hast du das Gefühl, könntest du auf jeden Fall die Äste auch zerbrechen einfach. Dann fange ich jetzt nicht an, in diesem Käfig rumzuhüpfen. Fängst du an oder fängst du nicht an? Fange ich nicht an. Ah, okay, wollte ich gerade sagen. mit der wachsenden Höhe unter dir wäre das ein bisschen kontraproduktiv. Ja, ihr werdet hoch in die Wipfel gezogen. Und seht jetzt von oben aus noch mehr Schönheit. Denn auch jetzt bieten sich wieder, lüften sich einige Blätter zur Seite und geben noch weitere Bereiche des Dorfes preis. Einige Behausungen. Ihr seht sogar jetzt einige Elfenkinder, die da irgendwie zu spielen und zu singen und zu musizieren scheinen. Und mit den Feen spielen. Und laut lachen und eine fröhliche Note in das Lied hineinbringen. Und dann verziehen sich erstmal alle Elfen so um den Käfig herum, als er einmal in einem Ruck stehen bleibt. So etwas
auf der Höhe eines Astes, aber nicht ganz auf dem Ast. Und dann gehen die erstmal alle weg. Und ihr seht halt nur aus der Ferne, dass da immer noch Elfen sind. Lassen die uns jetzt hier doch drin versauen? Denn die Tür wieder auf oder müssen wir die irgendwie selber aufmachen? Hat keiner die Tür aufgemacht. Versuch nochmal Injan zu rufen und ihm zu sagen, dass wenn ich an Sippentreffen als Vertreterin meiner Sippe teilnehme, ja irgendwie, zumindest ich irgendwie mit raus müsste. Ja, kommt aber erstmal keine Antwort. Ich versuche einfach mal die Tür aufzumachen. Das sollten wir vielleicht nicht machen. Wir warten jetzt einfach. Erstmal. Ein paar Minuten. Dumin, ich glaube, Sie müssen erst noch den Kessel ranholen. Meinst du diesen Kannibal? Also, der Kannibalen sind es ja nicht. Menschenfresser. Genau, Schajariel würden die nicht essen. Ja, Mann, dann sind sie Menschenfresser. Willst du das denen jetzt unterstellen? Elfen essen keine Menschen. Also, nicht, dass ich wüsste. Naja, meint Castellani. Also ich habe schon einigen firnelfischen Sippen gehört, die... Ja, gut, aber... Was heißt hier aber na gut? Was sind jetzt Firnelfen? Elfen. Elfen, die im hohen Norden bei Schnee und Eis leben, wo es manchmal auch wenig Nahrungsquellen gibt. Oh, ist nicht ein bisschen kalt? Ja, die essen alles. Ja, und genau. Und das ist das, wo ich nicht hingehen werde. Firnelfen sind extremst beeindruckend. Bei uns gab es welche in Olport. Ist das Schmero, so? Nimm doch noch mal die Harfe vielleicht und spielt noch mal ein bisschen. Vielleicht hören wir ja was. Willst du die nicht lieber spielen? Okay, oder dann spiele ich ein bisschen auf der Harfe und guck mal, ob ich was höre. Kannst du eher, kannst das besser. Okay. Oder wir machen es zusammen. Wenn wir unsere Finger dabei nicht verknoten, können wir das gerne probieren. Ja. Lass uns das zusammen machen. Okay. Dann stimmen wir die Harfe an und meinst du wirklich, ist es eine gute Idee, die zu belauschen? Ich finde das gar nicht. Es ist auf jeden Fall nicht nett, uns hier eingesperrt zu lassen. Von daher könnten wir auch mal nicht nett sein und mal zumindest hören, was sie zu sagen haben. Wir stimmen nur in die Musik ein und wir haben halt diese Harfe. Okay. Dann das Lied ist eh die ganze Zeit da. Also. Dann lass uns das tun. Für Disharmon keine Garantie. Also doch, eigentlich schon Garantie, dass ich irgendwann mal fest. Kashmero, stell dein Licht nicht immer unter den Schatten. Disharmonie in diesem einfach. Elfischen Lied, außer dass ihr überhaupt da seid. Ja, ich mach ja. Du schaffst das schon. Das hat sich bisher immer sehr gut angehört. Aus menschlicher Sicht. Schlägt dann die Saiten an. Ja. Schließt tatsächlich dazu die Augen, um sich besser auf die Melodie zu konzentrieren. Ja, das Lied um euch herum ändert sich auch ein bisschen. Ihr seht auch wieder ein oder zwei Elfen in Roben, in weißen, seidenhaften Roben gekleidet, die sich irgendwie auf dem Ast niederlassen, der vor eurem Käfig ist, die angefangen haben zu singen. Und für Lumin ist es ein merkwürdiges Gefühl, vielleicht, aber Snorri ist ja relativ, der ist ja nur fasziniert, der hat ja gerade nicht gesagt, dass er irgendwas machen will. Aber Lumin wollte ja auch irgendwie ausbrechen und ständig guckt er nach irgendwelchen Sachen und so. Irgendwie legt sich aufgrund des Gesangs dieser drei ein sehr, sehr ruhiges Gefühl auf deine Seele. Irgendwie, du hast das Gefühl, ach, ist doch eigentlich alles ganz okay hier und friedlich und warum jetzt hier irgendwie was, irgendwie, nee, also Kraft und Stärke und Gewalt, nee, braucht man nicht. Ist so generell das Gefühl, was euch alle durchkommt. So irgendwie ist es sehr friedlich alles hier. Dann wird er wahrscheinlich im ersten Moment noch so ein bisschen gegen dieses Gefühl ankämpfen, ja. Sich dann aber so ein bisschen einlullen lassen und dann... Es ist alles harmonisch. Sich erstmal so ein bisschen an den Rand des Käfigs setzen und den Damen beim Hafenspiel zuhören. Ja, wer weiß, ob es Damen sind. Das kann man bei Elfen ja nie so genau sagen. Nur unsere Damen hier wollten ja auch in die Saiten hauen. Genau. Ihr spielt das Lied einfach mit. Soweit ihr könnt. Und Shayari wird vielleicht diese Methodik irgendwie kennen. Das ist irgendwie aus ihrer Sippe auch bekannt, wenn man
Unbekannte im Dorf hat oder so, wird öfters mal das Friedenslied gesungen, damit Auseinandersetzungen im Keim erstickt werden können. Und man sich auch besser aufeinander einstellt. Mhm. Genau, von der Warte machen wir das jetzt einfach mal mit und vielleicht kann ich die animieren, zumindest so ein bisschen mitzusummen aus unserer Gruppe, also auch die Menschen, auch wenn sie es nicht können und den Klang eher stören, dass sie zumindest so ein bisschen die Musik mitfühlen und irgendwie ein Gefühl dafür geben, ja, wir verstehen schon, dass wir hier mitsingen sollten und so. Enrico fängt an zu tanzen. Im kleinen Käfig. In meinem Kopf kommt gerade Kummer. Enrico, mach dich nicht so breit. Pass auf die Harfe auf. Und ich versuche so ein bisschen auch rauszuhören, ob ich irgendwas in dem Lied noch an anderen Tönen höre, so was irgendwie vielleicht dieses Bit betrifft oder ob ich irgendwelche Informationen über das Lied erhalte. Ja. Also die, du hörst raus, dass es, also diese, wenn du dich konzentrierst auf diese Melodien, die hier nicht ganz hingehören, dann hörst du sowas wie Namen heraus und Beschreibungen, die sind Vertreter verschiedener Sippen. Und eine davon ist die Tränentanz-Sippe, von denen hast du sogar schon mal gehört. Zumindest von der Ältesten der Sippe. Eine sehr, sehr alte Elfe, die eine meisterliche Formerin sein soll. Und dann hörst du das Lied der Mondlichtsippe und dann hörst du ein Lied der tatsächlich der Quirassima-Sippe, also die auch mit Elfen und Menschen zusammenlebt. Quirassim, wo er nicht hingereist war. Und einige einzelne Stimmen, die für keine richtige Sippe reden. Dann die Tränentanz-Sippe. Und genau, das war's erstmal. Und deine Sippe natürlich, wenn du das ja mitgesungen, ne? Und dann hörst du halt genau, was diese Sippen halt ausmachen, was diese Leute halt ausmachen. Das sind die, von der Tränentanzsippe sind Erzsänger dabei und Bewahrer und Legendensänger. Und ja. Da kannst du schon was rauskriegen. Zauberweber sind auch dabei. Ich lasse natürlich auch immer in mein Lied einfließen, dass wir so im Frieden kommen und von den Erfahrungen, die wir gemacht haben und dass wir Elfen auf dem Weg begegnet sind und manche gerettet haben und genau, vom Vernichtnis der Völker, dass das immer so die Subbotschaft soll halt immer sein, wir sind im Frieden unterwegs und natürlich rutscht mir auch das ein oder andere aus meiner Sippe heraus und lasse ich da auch einfließen. Mhm. Lässt du bestimmte Sachen aus, die ihr erlebt habt oder singst du wirklich alles? Ich erzähle, glaube ich, nicht, dass Tashmiru Fijaria getötet hat, aber zumindest, dass wir die eine Elfin auf dem Weg getroffen haben. Mhm, und, die Wagenlenkerin. Ja, vielleicht auch nicht, dass wir die Goblins angegriffen haben, sondern einfach nur, dass wir ihr geholfen haben. So. Also die kriegerischen Sachen lasse ich immer aus. Aber ich erzähle schon, dass wir einen Vampir getötet haben, den letzten. Genau. Die Wagenlenkerin, dass wir ihr geholfen haben mit Kräutern, aber nicht, dass wir die Goblins angegriffen haben. Solche Geschichten. Mhm. Also ich versuche uns möglichst friedlich darzustellen und es ist natürlich schwierig, in so einem Lied nicht ehrlich zu sein und Dinge außen vor zu lassen. Also ich versuche das sehr behutsam und nur so anzudeuten. Was du auf jeden Fall raushören kannst, ist so ein Nachtasten, vielleicht sogar ein Nachfragen oder so Interesse an dem, was du zu singen hast. Und immer wieder tastet man nach dem Badok in dir.
Und du nimmst das vielleicht so wahr wie ein Abschätzen, inwieweit du schon vorgedrungen bist. Ja, das finde ich voll, also ich finde das absolut nachvollziehbar und da bin ich, glaube ich, sehr bereitwillig, das offen zu legen, weil das aus Sippenlogik ja total nachvollziehbar ist, dass sie das nicht wollen und ich will das natürlich ja eigentlich auch nicht. Du kannst nachvollziehen, wenn sie damit Probleme hätten. Ja. Dann nimmst du ein Lied wahr, das jetzt lauter wird in dem in der Melodie, das du kennst. Ziemlich gut sogar, weil du es in den letzten Nächten immer mal, also jetzt nicht in den gerade vergangenen, aber in den Nächten davor öfters wahrgenommen hast, nämlich das Lied eines Elfen, der in deinem Traum war. Und dann schält sich eine Gestalt wie aus dem Nichts auf die Tritte aus den Schatten, also was heißt Schatten, eigentlich ist ja gar kein Schatten, das ist alles voll Licht, aber von einem Augenblick auf den anderen ist diese Gestalt halt dann vor eurem Käfig. Eine Elfe mit langen braunen Haaren, einem ja sehr adrett aussehenden und eigentlich relativ menschlich geschnittenen Obergwams und einem Umhang darum in grünlichen Farben, erdenen Farben, ein Dolch an der Seite, ein fast schon menschlich aussehenden Gürtel um, eine Brosche hält den Umhang am Hals zusammen und funkelt in Silbern vor sich hin, auf den Rücken geschnallt einen Bogen und um den Hals gelegt eine Art Fell, was wahrscheinlich warm halten soll. Und sind dann Sanyasala Feyama. Blickst in ein junges, vielleicht sogar in deinem Alter seiendes elfisches Gesicht einer Elfin. Was dir vorher im Traum nie so richtig klar war, war es jetzt ein Elf oder eine Elfin. Aber jetzt ist es klar, es ist eine Elfin. Grüße zurück. Ich beobachte so ein bisschen die anderen dabei, ob sie sie, also aus meiner Gruppe, ob sie sie auch erkennen aus den Träumen. Und sag, du bist unsere Traumbesucherin. Schön, dass wir uns wiedersehen auf diesem Weg. Ich bin Seri. Seri Hayoe Schattenpfad. Ich bin Shayariel. Aber das wisst ihr sicherlich schon. Kenne euch. Das sind meine Gefährten. Snorri, Lumin, Tashmeru, Ericcio, Adepta, Tassia, Magister Silberhaar. Tassia ist übrigens gerade puterrot angelaufen. Guckt mit riesengroßen Augen auf die Elfe. Die dann verschmitzt an dir vorbeischaut auf Tassia. Und so ein Lächeln auf dem Gesicht hat. Grüße euch. Ihr kommt mir wahrscheinlich bekannter vor als ich euch. Ja, danke auch für eure Warnung vor dem Vampir. Es tut uns leid, dass wir die nicht ernst genommen haben, überhört haben. Ich habe mein Bestes getan, den Abstand zu wahren. Und dennoch möchte ich mich, und dann schaut sie so auf Asya rüber, entschuldigen. Ich wusste nicht, dass eure Träume für euch etwas sind, was nicht betreten werden soll. Das ist für Menschen eher ungewöhnlich, dass sie Besuch in ihren Träumen kommen. Und dass ein friedfertiges Besuchen ist. Ihr seid auf dem Weg in Madayas Träumen. Ja.
dann müsst ihr diese Angewohnheit ablegen. Ist das möglich für die Taelor? Angst zu haben vor Träumen und Besuchen. Man muss vor einem Traum keine Angst haben. Der Traum ist rein. Ich denke, wir können darüber reden und das auf jeden Fall lernen. Wir haben ja jetzt durch euch verstanden, wie das geht und dass das auch schön sein kann. Manche von uns haben das sehr genossen, dass ihr sie besucht habt. Ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das tut mir leid. Ich glaube, manche waren einfach überfordert damit, weil sie nicht wussten, was da passiert. Das war mir nicht bewusst. Das ist, glaube ich, einfach für Menschen sehr ungewöhnlich, wenn sie noch nie damit in Berührung kamen, dass Elfen ihre Träume bekommen. Verstehe. Ich habe nach der Albtraumkreatur gesucht in eurem Traum. Und sie hat euch auch fast bekommen. Und euch erwarnen. Ja, danke euch. Sonst wäre es vielleicht noch schlimmer ausgegangen. Dann macht sie so eine grüßende Bewegung Richtung Alricio, weil der hat ja immer zugewunken auf den Dächern. Wink auch nochmal genauso. Ich habe euch angekündigt, weil ich aus euren Träumen weiß, dass ihr hierher kommt. Ihr habt ja schon länger unsere Träume verfolgt. Meint ihr, ihr könnt für uns sprechen? Ich denke, das habe ich bereits. Okay. Wir kommen ja nicht in bösen Absichten. Wir wollen tatsächlich. Das Problem ist, dass viele hier ein Für und ein Wider nicht wirklich auseinanderhalten können. Inwiefern? Es gibt verschiedene Interessen. Oh. Was gibt es denn für Interessen? Damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Und er schaut so zu, sie schaut so zu, in Richtung Professor Silberhaar. Ihr habt von den Büchern des Weisen namens Rohal geträumt, nicht wahr? Ist euch allen dieser Name ein Begriff? Rohal, der Weise? Vielleicht mögt ihr dem grobschlächtigen Mann dort erklären, wer er war. Ach, Snorri, das war nur der klügste Mensch, der jemals gelebt hat. Manche sagen auch nicht, dass er nur ein Mensch war, sondern was Göttliches hatte. Ja, genau. Ja, er hat einige Abhandlungen über die Elfen geschrieben. Ein Silberhaar. Von ihm stammt die Leiter des Badok. Und man kann es in, damit ihr das versteht, vielleicht auch so zusammenfassen, wie er es getan hat. Es gibt 6 Stufen. 6 Schritte, kann man sagen. Das Licht, das wird zum Sein. Das Sein wird zum Werden. Und das Werden wird zu Wissen. Wissen wird zu Macht und Macht wird zu Gier. Und wir alle befinden uns irgendwo auf diesem Schrittmuster, auf dieser Leiter. Und
Je nachdem, wo man sich befindet, schätzt man Dinge völlig anders ein. Und dann müsst ihr wissen, dass diese Elfen hier, vielleicht wie du auch, Shayaril und ich, fürchten, einen Schritt weiter auf der Leiter zu gehen. Einige tun das, andere tun das nicht. Vor allen Dingen die noch sehr nah am Licht sind, fürchten es, zum Sein und zum Werden zu gelangen. Und einige eurer Aktionen und eures Seins und eures Liedes, was du gesungen hast, Shayaril, zeugt eher nicht vom Licht und vom Sein, sondern eher vom Werden und Wissen. Einiges vielleicht sogar von Macht und Gier. Und je nachdem, wer es hört, wird euch dementsprechend einschätzen. Ich habe eure Träume gesehen, ich kann euch ganz gut einschätzen, aber ich weiß nicht, ob das, was ich zu sagen habe, für jeden, der es hört, gleich ankommt. So ist zum Beispiel das Wissen Teil der Existenz dieser drei dort. Ist das was Schlechtes, mein Silberhaar? Wissen ist doch gut. Oder? In diesem da zum Beispiel ist das Wissen noch relativ schwach. Sie schaut Richtung Snorri. Ich versuche wenigstens zu lernen. Seht ihr? Und genau diesen Satz solltet ihr einigen hier nicht sagen. Genau. Einige hier könnten sagen, wer lernen möchte, ist böse. Weil Lernen dazu führt, dass du vom Licht wegkommst. Also wollen die Leute hier dumm bleiben? Nein, sie wollen näher zum Licht und beim Licht bleiben. Und sie wollen nicht in die Existenz kommen. Und zur Existenz gehört Lernen. Für Elfen und Wissen. Sieh es so, mein menschlicher Freund. Kinder in eurer Kultur gibt es, oder? Natürlich. Sehen die Kinder die Welt mit anderen Augen? Durchaus, ja. Sind sie dumm? Manchmal. Zieht so eine Augenbraue hoch. Faszinierend. Das liegt, denke ich, immer dann im Auge auch des Betrachters, ob man sie jetzt dumm bezeichnet. Sie sind dann eher auch wieder ein ziemlich unpassendes Wort, unwissend. Ungebildet. Sie lernen ja noch, deswegen machen sie Sachen, die wir anderen, die mehr Wissen haben, für dumm ansehen. Aber ja, es ist einfach irgendwie seltsam, dass dieses Sein der diese Existenz der Elfen. Oder auch Nicht-Existenz. Das können wir einfach nicht begreifen. Es ist einfach sehr vorsichtig sein. Aber Wissen hilft einem doch. Das heißt aber, wir sollten uns sehr vorsichtig bewegen in dem, wie wir uns äußern, wem wir uns nähern. Das macht es aber sehr kompliziert, weil ich versuche immer möglichst ehrlich zu sein. Und ich kann ja verstehen, dass sie Angst haben, vor dem Licht weggeführt zu werden und Badock zu werden, aber das ist ja, also unsere Aufgabe ist eine andere. In der Tat. Ich denke, das werden viele hier verstehen. Es geht nur um die Art, wie ihr euch kommuniziert und wie ihr mit den Leuten interagiert. Ihr könnt auf der Stufe des Wissens stehen. Aber dann ist es an euch zu wissen oder zu kommunizieren, wie ihr vermeiden wollt, eine Stufe weiterzukommen. Falls ihr das überhaupt wollt. Und sie schaut so zu Silberhaar und Castellani hinüber. Gut. Wie lernen wir das denn, das so zu kommunizieren? Das kann man
Ich kann euch das nicht beibringen. Ihr müsst das für euch entscheiden, ob ihr das überhaupt wollt. Vielleicht müsst ihr in euch gehen und erst einmal klar machen, wo auf welcher Stufe ihr steht. Welche Handlungen für was stehen, was ihr tut. Und dann müsst ihr euch rechtfertigen. Selbst auf der Stufe der Gier könnte man stehen, wenn man es gerechtfertigt abgibt. Denke, jemand könnte das von hier sogar akzeptieren, wenn auch nicht gutheißen. Okay, das heißt, wir müssen erst mal uns selbst reflektieren. Das ist das, was ich euch warnend sagen wollte. Okay. Ihr müsst genau wissen, was und wie ihr seid, wenn ihr hier existieren wollt. Das ist nicht nur wichtig für hier, sondern vielleicht auch für das, was euch noch bevorsteht. Wenn ihr in Madoyas Träume wirklich eintreten wollt, müsst ihr sehr gut über euch selbst Bescheid wissen, sonst verliert ihr euch. Wir sollten als Gruppe voneinander Bescheid wissen und wissen, ja, wer hier vielleicht welche Absichten hat. Ich sah es in euren Diskussionen und in euren Träumen. Da gibt es Dinge, die ihr nicht aussprecht, die euch peinlich sind. Schaut so Tassia rüber. Wer aufmerksam ist, vermerkt auch, dass Taschmiro irgendwie da gerade so ein bisschen die Augen verdreht und die Lippen ein bisschen aufeinander presst. Absolute Ehrlichkeit, Shayaril, ist eine gute Tugend hier. Jede Lüge wird erkannt werden, denke ich. Das ist sehr nachvollziehbar. Gut, dann werde ich aber noch mit den anderen reden. Die Telor sind für die Legendensänger hier so leicht lesbar. Du weißt es, sie sind wie Kinder und sie werden auch nicht älter als die Jungen von uns. Mhm. Sie haben nicht genug Zeit zu begreifen, aber jetzt müsst ihr es schnell. Geht in euch. Überlegt, wer ihr seid und wo ihr auf der Leiter steht. Und wo ihr hin wollt. Licht wird zum Sein, Sein wird zum Werden, Wissen folgt aus Werden, daraus kommt die Macht und Macht führt zu Gier, nach mehr Macht. Danke. Ich spreche für euch. Dankeschön. Und wir denken darüber nach, auf welcher Leiter wir stehen, also wo auf der Leiter wir stehen und warum und was unsere Veranlassungen sind und unsere Intentionen vielleicht neben diesem Hilferuf und allem anderen. Und lasst eure Taten für euch sprechen, denn sie sagen das aus, was ihr seid. Mhm. Ich habe viel gesehen von euch an Scheidewegen auf eurer Reise, wo ihr gute Entscheidungen getroffen habt. Und wo ihr schlechte Entscheidungen getroffen habt. Beides muss euch bewusst sein und für beides müsst ihr euch rechtfertigen. Vor den Alten. Und wenn ihr das gut hinbekommt, dann lassen sie euch vielleicht sogar in Madayas Träume durch. Aber nur dann, wenn sie wirklich davon überzeugt sind, dass ihr dort erstens nicht zugrunde geht und zweitens, dass ihr würdig seid, diesen heiligen Ort überhaupt zu betreten. Dann müssen wir uns als würdig erweisen und lernen, würdig zu werden. Aber oder nicht lernen, wissen oder so. Wenn ich richtig verstanden habe, haben mehrere Elfen, Sippen auch diesen Hilferuf gehört. Ja. Wir sind dabei, oder wir haben schon Speer in Madayas Träume gesetzt. Kam einer davon wieder? Nein. Das ist kein gutes Zeichen, oder? Nein.
Was Deswegen hätten Sie halte ich davon, es wenn... genauso wie der große Legendensänger, dass es etwas braucht, was es bis jetzt noch nicht gab. Dafür wären wir ja prädestiniert. Ich stimme ihm zu, dass ihr das seid. Aber davon müssen wir die anderen überzeugen. Wie lange müssen wir jetzt noch warten, bis sie uns verhören? Zeit, Lumin, ist etwas, was man an diesem Ort nicht so genau nimmt. Toll. Das wirst du noch merken. Das ist auch eine der Sachen, von denen du dich schnell verabschieden solltest, wenn du vorhast, in die Salamandersteine zu reisen. Von Zeit? Ja. Mein Bauch sagt mir ungefähr, wann Mittag und wann Morgen und wann Abend ist. Sie lächelt. Schaut dann zu Shayariel. Ich sag ja, wie die Kinder. Ich weiß, dass ihr ungeduldig seid, sind die Taelor immer. Und ihr habt ja auch nicht viel Zeit, nicht wahr? So sieht's aus. Versuche es zu erwirken, dass es schnell geht. Danke dir, Siri. Wahrscheinlich hat der Traum auch nicht viel Zeit. Aufgrund der Bedrohung durch das Dasein. Ich finde, hier wird viel zu viel Zeit verschwendet. Der Traum hat alle Zeit, die er braucht. Das ist hätte... die Frage. Die Frage ist, leider nicht hat das Lied alle Zeit der Welt. Das ja. sah in dem Vermächtnis der Träume nicht raus, als das Dasein uns angegriffen hat. Das Dasein fällt auch in den Traum immer öfter ein, das hat selbst diese Sippe gemerkt. Das ist ein Schatten, hoffe, der sich in die Träume einmischt. Aber das ist etwas, was für Elfen eher nicht vorstellbar ist. Es ist vorstellbar. Und es hat einen Namen. Es ist Arantalva, der den Himmel kreischen lässt. Umso mehr ein Grund, nicht unnötig viel Zeit zu verschwenden. Ich stimme zu. Gut. Dann hoffen wir, dass die anderen das ähnlich sehen. Shayariel, Siri, ich verlasse mich auf euch. Verlass dich nicht auf sie. Sie sprechen nur für sich. Verlass dich auf dich, denn du musst dich selber rechtfertigen. Das kriege ich hin. Alle in uns gehen und uns selbst reflektieren und für unsere Taten verantworten und herausfinden, auf welcher Stufe wir stehen. Ich weiß, wer ich bin, auf welcher Stufe ich stehe, sollen die selber entscheiden. Nein, das musst du entscheiden. Gut. Dann sage ich sein. Wir werden sehen. Und ich glaube, dafür machen wir mal einen Cut für heute. Weil dann habt ihr jetzt 2 Wochen Zeit zu überlegen, wo euer Charakter steht. Ich habe ja schon eine Entscheidung getroffen, also von daher. Ob die jetzt stimmt oder für die anderen nachvollziehbar ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Ah, ja. Oh, kompliziert. Elfen sind minimal kompliziert. Ja. Können wir nicht wieder Vampire bekämpfen? Alles sagt die Elfe. Nice. Selbst für die Elfen sind die Elfen kompliziert, aber es sind halt auch Waldelfen, ne? Das ist. Ja. Zweifel schleichen wir uns einfach raus und laufen neben die Salamandersteine. Die teilen uns ja dann nicht wirklich verfolgen zu wollen. Also ich stelle mir Waldelfen ja auch noch, also ist ja auch gut beschrieben hier irgendwie in dem Abenteuer, aber ich stelle es mir halt auch genauso vor. Das sind diese total entweltlichten, die Raumzeit und diese Konzepte, das, was Menschen halt irgendwie haben, einfach komplett nicht nachvollziehen wollen. Ja, was heißt hier nicht wollen? Sie wollen halt nicht vom Licht abfällig und verdockt werden. Genau. Verständlich. Richtig, ja. Und wenn halt sowas wie Lernen und Dazulernen schon schlecht ist. Ja, es ist halt so ein
Wirst du mit dem Sprechen geboren? Du hast schon was gelernt, dass du sprechen ist halt kannst auch und singen jeder kannst. Neuer, ist halt auch jeder neuer Impuls, der irgendwie in das Bekannte hineingerät, ist halt auch dann schlecht. Ne? Weil das führt halt zu, jetzt lernen wir was Neues kennen, verdammt. Lernen kann aber auch gut sein, dann fasst man nicht so oft ins Feuer oder so. Tja. Wenn halt gelerntes heiß ist, ist halt doof. Ja, es führt dich aber vom Licht weg. Dann komm zur dunklen Seite, die haben wenigstens Plätzchen. Ja. So würde Aran Talva auch argumentieren. Dann sind wir vielleicht einfach auf der falschen Seite. Kann nicht ja auch Angst, sein. Gier ist der dunkle Weg zur Macht. Ja. Genau. Star Wars hat von DSA geklaut oder so. Ja. Oder umgekehrt. Ja. Das Abenteuer ist ja noch ein bisschen nach Star Wars entstanden. DSA ist von, weiß ich nicht, 84 oder so. Ja, ich glaube, Star Wars hat früher angefangen, Ende der 70er oder so. Ne? Ja. 77. Naja, irgendwas ist ja immer. Lieber eine gute Idee klauen als und das gut weiterverpacken. Also, wenn man DSA 1 eins vorwerfen kann, dass sie geklaut haben wie die Raben. Also so viel. Von Namen angefangen, über Plotstränge bis zum geht nicht mehr. Ja. Aber ja. Sie machen halt immer was Neues daraus. Ne? Das ist ganz spannend. Ja. Ey, gut, aber wer klaut nicht? Also nach Tolkien ist irgendwie alles geklaut. Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Wenn du eine Welt mit Elfen, Orks und Menschen hast und Zwergen, dann ist das ja im Prinzip schon geklaut. Ja. Riccio würde nie klauen. Nein! Es ist eine Aneignung. Warum bist du eigentlich nicht auf der Stufe der Gier? Er sagt, dass er das nicht ist. Nee, es hieß nur von Hilberto und Magister Silberhaar. Das ist nur eine monetäre Umverteilung. Vielleicht kann Shayariel mit Alricio ja mal darüber sprechen und dann kann er seine Sichtweise dazu preisgeben. Du kannst doch Shayariel nicht weiter vom Licht wegziehen. Das ist ja auch ihre Entscheidung, ob sie mit ihm darüber spricht. Also wenn man über Macht und Gier irgendwie philosophiert, das stelle ich mir sehr interessant vor von einem Fex-Geweihten. Ne? Ja. Weil ich glaube auch, die Gier ist bei Fex-Geweihten halt auch so nicht das, was man sonst immer so denkt. Ne? Natürlich auch die Frage, was die treibende Kraft ist von einem. Ne? Also bei unseren Magiern ist es halt Wissensvermehrung. Und wenn man viel Wissen hat, gibt es ja auch schon genug Beispiele, dass die halt gerne dann nach Macht streben, mächtiger zu werden. Magister Silberhaar scheint ja nicht nur auf der Seite vom Wissen zu sein, sondern schon woanders. Aber Adepte Tassia ist vielleicht... Adepte Tassia ist voll auf Wissen. Ich weiß nicht, ob sie nicht noch Magier unter sind alle Wissen voll ist. Auf Wissen. Mehr auf so sein Stufe. Oder sie ist schon, sie hat einfach Macht übersprungen und ist direkt zur Gier, dass sie noch mehr Wissen anhäuft oder ich so. Ich glaube, sie ist eigentlich noch in der Stufe vom Werden. Ja, sie hängt ja, das ist halt dieses, glaube ich auch so, man hängt halt irgendwie dazwischen. Man kann sich halt nicht festlegen, weil für Menschen ist dieses halt diese klare Schwarz-Weiß oder von Weiß nach Schwarz, dieser Farbverlauf, einfach nicht, das hängt halt zum Teil zusammen. Du musst sein, entweder bist du, aber du wirst nicht, wenn du schon bist. Ich finde das ganz spannend. Ihr könnt ja mal, wenn ihr das auf YouTube nachschaut oder so, oder wenn ihr dann später das YouTube-Video mal entdeckt auf meinem Kanal, könnt ihr ja mal Einschätzungen in die Kommentare schreiben, welcher Charakter auf welcher Stufe steht und warum. Ja, wir brauchen Tipps. Das wäre sehr hilfreich. Hilfe. Wir lesen das dann auch alles nach und diskutieren drüber und dann wissen wir das. Dann machen wir mit Tashmero zusammen nochmal einen React-Stream. Ja. Okay. Kriegen wir hin. Ja. Ich habe beim letzten Mal, als wir gestreamt haben, ganz vergessen, dass ihr Werbung machen könnt für Zeug, was ihr habt. Macht das doch vielleicht und ich suche mal einen Kanal raus, den wir gleich raiden können. Macht ihr mal. Ich bin fertig damit, dass ich da bin. Denn ich bin sein. So. Ja, total. Ja, fange ich einfach mal an. Wie ihr am Anfang gehört habt, habe ich in altbekannter Manier, wenn ich mal abwesend aus einer Chorali-Folge bin, zur letzten Folge einen Reaktionsstream gemacht. Der geht etwas länger als die Folge, weil ich natürlich immer zwischengequatscht habe, das Ganze kommentiert habe. Aber nur eine Stunde länger als die Folge, also ist gar nicht so. Oh ja, war nur eine Stunde länger wie die Folge.
Aber ich meine, ich spreche halt nicht immer, man sieht auch meine Gestik, Mimik, wie das halt auch hier im Stream ist. Man muss die Leute einfach nur beobachten, das ist wundervoll. Gott, und Pölle hat mich eben fast gekillt. Also ich habe ja schon den hier bei den Feen gemacht, ja, und Pölle macht dann... Ich dachte mir so ein, oh mein Gott, nein, nein, nein. Es sind keine blutsaugenden Feen, es sind nette kleine Pixies. Ja, Pölle, was geht denn bei dir? Ja, sieben gezeichneten Kampagne. Nächste Woche Samstag wieder geht's weiter. Wir spielen gerade Grenzenlose Macht und befinden uns in einem Praios-Kloster. Und die sehr bunt durchmischte Truppe muss jetzt gerade damit klarkommen, dass sie die verschiedenen Insassen dieses Klosters kennenlernt, die eher konservativen und die eher liberaleren. Und ja, genau. Grenzenlos und Macht, da sind wir direkt auf den letzten beiden Reitern von diesem Badock. Oh, du glaubst gar nicht, wie tief man in der Suppe steckt in diesem Abenteuer. Aber ich will nicht zu viel verraten. Ja, cool. Gibt es da noch was, wo der Snorri hier Werbung für machen kann? Ja, natürlich. Also es ging ja eben also philosophieren, welches Prinzip versteht eigentlich wer und so. Und das ist ja die beste Überleitung zu den Würfelphilosophen, die es überhaupt nur geben kann, die sich einmal im Monat mit genau diesen Dingen beschäftigen. Mit wie ist das jetzt eigentlich und was macht eigentlich inspiriert von Warhammer 40k? Haben wir uns gefragt, was macht einen Gott zu einem Gott? Und etwas, was ich in der Folge, glaube ich, nicht gesagt habe, was jetzt ein lustiger Querverweis ist, ist, dass in einer Doctor Who-Folge möchte einer der Companions ins Jahr 40.000 reisen. Und der Doktor sagt, nein, nein, das ist eine ganz dunkle Zeit, da wollen wir nicht hin. Das habe ich letztens cool, ja, irgendwo gelesen und erst dann gerafft, dass es eine Warhammer-Referenz ist und fand es ganz, ganz lustig. Ja. Games Workshop ist ja auch eine englische Firma, von daher passt das. Ne? Passt, ja. Ja. Das gibt's bei mir. Und bei, also auch beim Koali, also mit mir beim Koali auf dem Kanal. So, nicht bei mir. Das wäre wenn ihr mehr mitphilosophieren wollt, nächste Woche Donnerstag ist auch wieder eine Aufnahmesession und wir brauchen noch einen Ersatz fürs Live, weil der ist dann nicht da. Also wenn ihr Lust habt, mal mitzumachen, gerne. Ist denn schon ein Thema für die Interessierten? Habe ich auch keine Zeit, weil wir haben noch kein Thema. Nee, ihr könnt auch ein Thema mitbringen. Ah, oh, vielleicht aus dem Urlaub. Überlegt. Wenn ihr nicht erst ab 22 Uhr oder so anfangt, ja, bin ich leider raus am Donnerstag. Oder früher, das ist auch okay. Ich habe Urlaub die Woche. Ja. Aufnahmesession fängt um 21 Uhr leider an. Ja, ja, da bin ich leider lecker essen. Mit diesen Nachteulenmenschen. Aber vielleicht klappt es spontan. Sind die Leute mit Kindern. Dann kann ich mich melden. Ja, aber müsst ihr nicht früh ins Bett, weil ihr Kinder habt? Wenn die Kinder uns lassen, sind wir früh. Das lassen sie uns aber leider meistens nicht. Ja, ihr lebt einfach mit keinem Schlaf. Ihr seid einfach immer on. Das gehört zum Elternsein dazu, dass man keinen Schlaf hat. Oder man pennt halt trotz Kaffee fast im Stream ein, wie eben. Es tat mir so leid, aber es war einfach nicht mein Tag. Ja, aber du siehst immer so friedfertig aus, wenn du so langsam in dich zusammensackst. Ja, könnt ihr nochmal schreiben, vielleicht passt das. Solange ja. es nicht an der Langweiligkeit der Folge liegt, ist ja okay. Nein, 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 gar nicht. Ja, ja. Genau, also falls ihr da noch irgendwie Lust habt, könnt ihr euch über den Discord bei dem Koala-Baum ja mal melden. Ansonsten brauchen wir noch Stadtpoetin, hattest du schon Werbung gemacht? Ich habe es gerade nicht mitgekriegt. Nö, ich bist ja jetzt im Urlaub. Auch keine nicht. Konkrete Werbung. Nerdchurch läuft ja immer. Bekommt demnächst hoffentlich eine Serie zum Thema Bogenschießen. Ja. Ja, und ich habe gehört, irgendwann eine Predigt über Iron Maidens Fear of the Dark von Slash. Ja, genau. Bin genau. gespannt. Aber Bogenschießen ist auch geil. Ja. Mal gucken. Ah. Ich weiß nicht, wann nicht veröffentlicht wird, aber das soll so, ja. Irgendwann wird es kommen. Irgendwann kommt was zum Bogenschießen. Und das kann man ja sonst auch auf meinem Instagram verfolgen, das Bogenschießen statt Poetin. Ja. Meine Homepage ist leider gerade down, da kann ich irgendwie keine Werbung machen, die habe ich kaputt gemacht. Also.
Schlimm das. Wieso machst du sowas? Es ist eine lange und komplizierte Geschichte, die damit geendet hat, dass ich sie gelöscht habe. Ha. Das heißt nicht kaputt, sondern weg. Weg. Sie ist tatsächlich richtig weg, bis auf irgendwelche Dateien, die irgendwelche Safe-Dateien sind, mit denen ich aber nichts anfangen kann, weil ich nicht weiß, wie. Okay. Also eigentlich liegt es nicht an mir, sondern an WordPress und an irgendwelchen Updates, die WordPress selbstständig durchgeführt hat. Und jetzt habe ich einfach entschieden, Schluss. Na, da ich. Vielleicht ist ja da draußen irgendjemand, der das weiß, wie das funktioniert, und der kann sich ja auch bei dir melden. Genau, wenn jemand Ahnung hat von WordPress und Plugin-Problemen, aber wie gesagt, habe ich es eh gelöscht und jetzt mache ich mir einfach eine neue Homepage, wenn ich irgendwann mal Zeit dafür habe. Vielleicht kann man noch irgendwelche Inhalte retten oder so. Sie lade ich einfach wieder hoch. Hoffe ich. Gut. Dann schicke ich euch jetzt gleich weiter. Vielen Dank übrigens, dass ihr mitgemacht habt und vielen Dank euch da draußen, dass ihr zugeguckt habt. Vielen Dank fürs Leiten. Bitte, bitte. Ich schicke euch zu dem Kanal, der einen sehr coolen Namen hat. Und zwar Patzen auf hohem Niveau. Kenne ich selber noch nicht, aber die spielen Numenera gerade. Und mal gucken. Also seid lieb und grüßt schön von uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Oh, schade. Schon vorbei alles, aber. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.